So, im Händlerraum sind alle fertig. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob meine Experten spuren. Und dann geht's los. Neue Folge Bares für Rares. Ich komme. Moin Moin! Aus dem schönen Ostfriesland ist heute Marco Saathoff nach Köln gekommen. Er möchte sich von einem alten Spielzeug trennen. Den Igel habe ich von meiner Tante mal bekommen, habe da auch selber mitgespielt, aber eben doch relativ wenig, weil ich habe eher mit den Modellautos dann gespielt, weil sonst hätte der den Zustand auch nicht so erhalten, denke ich mal. Also Marco, ich bin begeistert. Ich auch. Mich hast du schon überzeugt. Mich hast du schon vollkommen überzeugt. Ich will den eine Granat. Guck mal, der fährt doch auf Teppich. Was sagst du denn? Der macht alles, ne? Ein Igelroller. Ein Igelroller. Ja, stimmt, von vorne. Das ist ja ein ganz berühmter Igel. Das ist ein Zeichentrickfilm oder so. Das ist der Mackie. Mackie. Ja, kommt dem Mackie schon sehr ähnlich. Ne? Ja, der sieht dem Mackie verdammt ähnlich. Marco, aus deiner Kindheit? Ja, ich habe den von meiner Tante geschenkt bekommen. Und jetzt eben habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert. Paul Weiß, vielleicht Hersteller. Aber ich freue mich auf das Urteil von unserem Sven. Was der dazu sagt. Der Sven weiß garantiert jede Menge darüber. Ich habe das Gefühl, der ist wie ein Brunnen des Wissens. Ne? Ja. Ja, guck mal, der ist schon vertieft. Sag mal, so alte Sachen interessieren die dich insgesamt? Oder ist das eher so, dass du sagst, komm her, weg mit dem Müll und was Neues? Och, nicht wirklich. Also das Problem bei dem Igel ist jetzt einfach, dass das ist unser einziges Blechspielzeug. Eine Sammlung werde ich da nicht von haben. Also Blechspielzeuge stehst du gar nicht drauf? Auch nicht größere? Autos oder so? Autos, kleine LKWs und sowas. Die habe ich. Da habe ich auch nicht gespielt. Aber das ist eben einer, der stand eher im Regal. Und darum sieht er wahrscheinlich auch noch so dolle aus. Und echte Autos? Ja, da habe ich reichlich von. Wieso Händler? Nein, reiner Sammler. Reiner Sammler? Privat. Und die Kohle geht dann in die Autos? Nein, dafür würde ich... Ich erwarte mir 100 Euro. Und wenn es 100 Euro werden, dann würde ich am Badesee mal eine Runde Eis oder bei 100 Euro ein paar Runden Eis dann ausgeben, auch für die Kinder. 100 Euro, Menschenskinder. Ich weiß noch, wir hatten als Kind bei uns im Dorf eine Eisdiele. Und wir bekamen damals immer so 10 oder 20 Pfennig für so ein Eis. Das war eine Kugel. Und da habe ich immer gedacht, wenn du irgendwann mal 5 Mark hast, dann bestell ich mir so einen Eisbecher und mir den ganzen Tag dran esse. So, mein lieber Sven. Ja? Ich habe genug dummes Zeug erzählt. Genau, jetzt fange ich an, dummes Zeug zu erzählen. Nein. Ich sag da jetzt was zu. Also ja. Paul Weiß, da hast du schon ganz richtig gesehen, aber Paul Weiß ist nicht der Hersteller des Spielzeuges gewesen, sondern Paul Weiß hat diese Laufwerke produziert, hier, Federlaufwerke, Uhrwerklaufwerke und hat die dann an andere Firmen verkauft. Das Spielzeug selber ist von einem Hersteller, den ich leider nicht mehr entziffern kann, hundertprozentig. Es wird wahrscheinlich irgendeine kleinere Spielzeugfabrik gewesen sein. Wir können es aber vom Datum her ganz genau festlegen. Was denkst du, wie alt? Ja, ein Vierteljahrhundert mindestens. Vierteljahrhundert. 25 Jahre. Älter. Nee, ich würde mal sagen, das ist 60er Jahre. Älter. 50er. So Ende der 40er. Ja, Ende der 40er. Besatzungszone, Made in Besatzungszone. Made in US-Zone, wenn du vorne genau drauf schaust. Jetzt ernsthaft? Ja. Seht ihr das? Made in US-Zone in der Mitte. Man sieht es ganz schwach. Stimmt. Hier drin steht. Deswegen können wir es zeitlich sehr gut eingrenzen. 46 bis Anfang 50, 1950. Ja. Also irgendwo in dem Zeitraum wird sich das bewegen. Und jetzt haben wir das Alter. Also sprechen wir jetzt gerade von ca. 65 Jahren. Und das wiederum ist schon mal schön, um die Wertfindung zu klären. Ne? 100 Euro habe ich schon mitbekommen, hättest du ganz gerne. Sehr schön. Das gibt jede Menge Eiswürfelchen. Ne? Das Kind wird wahrscheinlich nachher ein bisschen kräftig werden, ne? Wenn das in einem Sommer alles ist. Aber... Nichtsdestotrotz. Ja, also schönes kleines Blechspielzeug. Der Igel ist im super Zustand. Das Spielzeug selber auch. Also er ist jetzt kein Lack abgeplatzt oder sowas. Der Antrieb funktioniert. 70 bis 100. Und somit lenken wir doch fast richtig. 70 bis 100 Tja. Ist der Wert. Also verhandel gut oben mit den Händlern. Ja? Werde ich machen. Und du kannst ja sagen, Inspektion ist gemacht. Ja. Und der Kollege... TÜV-HU hat er. Ja. Gut. TÜV und HU hat er. Marco. Ich bedanke mich. Wir reden mal ganz in Ruhe, wenn der nicht dabei ist. Können wir machen. Über die Autos. Wir langweilen ihn. Du darfst schon mal hochmarschieren. Ja, ne? Bis dann. Tschüss. Ey, langweilt ihn. Das Gespräch war sehr angenehm. Vor allen Dingen der Experte, der hat mich also wirklich aufgeschlaut. Das habe ich selber gar nicht gewusst. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Auch schön, mit, dass dieses Laufwerk eben vom Paul Weiß ist. Und die ganze Geschichte dazu auch. Habe ich nicht gewusst. Fand ich sehr interessant. Unter den vielen Menschen, die unterwegs zu Bares für Rares sind, befindet sich auch Tina Pukrop. Ihr altes Erbstück will sie heute zu Geld machen.
Ich möchte eine Vase verkaufen, die schon seit längerem im Familienbesitz ist. Ich habe aber dafür keine Verwendung und deswegen möchte ich gerne die eintauschen gegen Bares. Dafür braucht es aber erstmal die Händlerkarte, auf die alle hier in den langen Schlangen hoffen. Guck mal, das ist... Ach, mein hallo. Gott. Schönen guten Tag. Martina Pukrop, hallo. Hallo. Wie? Martina? Tina Pukrop. Tina. Tina. Darf ich Tina sagen? Ja, darfst du. Frau Dr. Heidere Zeperz habe. Also jetzt fühle ich mich wohl. Wir haben eine schöne Vase, es fehlen Blumen, aber ihr beide seid schöner wie jeder Blumenstrauß mit der Vase zusammen. Soll diese Vase vielleicht weg, weil zu wenig Blumen drin standen? Ja, ich habe halt einfach keine Verwendung dafür. Kriegst du keine Blümchen geschenkt? Nee, leider nicht. Das machen die Männer viel zu wenig. Das stimmt. Also böse Männer. Ja, ist so. Aber das ist ja wieder so typisch Frau, ne? Wenn eine Frau sagt, du schenkst mir nie Blumen und du gehst am nächsten Tag und kaufst Blumen. Du kaufst nur Blumen, weil ich es dir gesagt habe. Wann sollen wir denn Blumen kaufen? Immer. Immer? Ich würde nie meckern, wenn ich Blumen kriege. Jeden Tag? Ja. Ja, Blümchen? Hm. Welche Blumen bevorzugst du? Ach so, Nelken finde ich schön, rosa Nelken. Rosa Nelken. Ist das was? Gut. Das ist gut. Wie lange hast du die Vase schon? Ich habe die noch gar nicht so lange, vielleicht ein paar Monate. Ich habe die geerbt quasi von meiner Mutter. Die ist schon seit einiger Zeit auch in meiner Familie immer an die Tochter weitergegeben worden. Ich habe nicht unbedingt vor, diese Tradition weiterzuführen. Deswegen sonst bin ich hier. Wärst du ja nicht da. Warum möchtest du die Tradition nicht fortführen? Ich brauche das Geld. Ich habe jetzt das Studieren noch mal angefangen. Und was studierst du? Medieninformatik. Sehr schön. Heide, eine uralte Vase. Familientradition von Mama an Tochter. Jetzt wird Tradition gebrochen. Was sagst du dazu? Wärst du jetzt froh, wenn du Tochter wärst und sie bekommen hättest? Also ich finde sie ganz wunderbar, vor allen Dingen, weil es ein authentisches Stück aus der Zeit ist. Das ist ganz schön. Aus welcher Zeit ist sie authentisch? Aus der Biedermeierzeit. Spätbiedermeier 1850. Klassisch die behäbige Form mit dem weit ausschwingenden Hals. Und sie, wissen Sie, dass es Glas ist? Ja, das habe ich schon gesehen. Glas. Das erkennt man ganz deutlich hier an der Abrissnarbe. Mhm. Da hat ehemals die Pfeife dran gesessen. Und das heißt, sie ist geblasen worden, richtig? Mundgeblasene Vase. Genau, frei geblasen worden. Genau, hier saß die Pfeife dran. Mhm. Und wird ein Glasposten darauf gehängt und dann wird der Glasposten in Form geblasen. Ist das eine Malerei? Das ist eine Malerei, und zwar eine Sepia-Malerei. Was ist Sepia? Ist das, das ist doch der Tintenfischfarbe, ganz genau, ne? Ganz genau, aus dem getrockneten Sekret des Tintenbeutels. Ich glaube, das ist ganz was Besonderes. Ja, das ist ja auch was Besonderes. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Mal schauen, was das für den Wert der Expertise bedeutet. Hast du denn eine Vorstellung, wie viel Geld du dafür haben möchtest, fürs Studium? Ja, am liebsten so viel wie möglich. Nein, ich hatte gedacht, 80 Euro wären schon super. Das wäre super, ne? Ja. 80 Euro ist eine ganze Menge Kohle. Ja. Ne? Ja, kriegt man dafür 80 Euro oder vielleicht sogar 800? So viel nicht, aber 80 Euro halte ich für zu wenig, weil es hier eben eine Malerei ist. Mhm. Und weil es Milchglas aus der Zeit ist. Man nannte so etwas damals auch Weinglas, weil Knochenasche wirklich zugegeben wurde. Heute macht man das nicht Stopp, mehr so. Knochenasche zum Glas? Zum Glas, genau. Damit das zum so Glas, milchig damit wird? Damit es trüb wird, ganz genau. Damit es milchig wird und vor allen Dingen porzellanähnlich aussieht. Man wollte ja auch Porzellan haben, aber man konnte sich das nicht leisten. Also ich finde das ganz Liebe Heide, dann lass uns doch noch mal zusammenfassen. Ja. Ich weiß, aber ich möchte die Vase auch mal sehen, so. Ja. Sie ist von? 1850 möchte ich sie datieren. Mhm. Aus Biedermeierzeit. Biedermeierzeit. Ja. Es ist Glas. Es ist Milchglas oder Beinglas. Ja. Es ist handgemalt mit Sepiafarbe. Ja, genau. Jetzt müssten wir beide, die Tina und ich, nur noch wissen, für ihr Studium, was ist sie tatsächlich wert? Ich würde hier diese Vase auf 150 Euro taxieren. Das freut mich doch. Tina, gut, dass Mama so verwahrt hat. Ja. Das Händlerkärtchen für dich. Dankeschön. Und dass du mit diesen bezaubernden Augen oben einfach mal die rosa Nelke ansprichst. Genau, ne? Das mache ich. Und auf das du mehr kriegst als 150 Euro. Schauen wir mal, ich gebe mein Bestes. Tschüss, Tina. Alles Gute. Die Dame hat sich gefreut, dass ich fast den doppelten Preis genannt habe. Ich war aber auch begeistert von der Vase, weil es wirklich eine schöne Malerei war. Sie war toll ausgeführt und zeugte wirklich von einer künstlerischen Handschrift. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass die Expertin meinte, dass die Vase bis zu 150 Euro bringen könnte. Und das probiere ich jetzt auch umzusetzen. Ja, ich gehe jetzt gleich zu den Händlern rein und dann mal schauen, was die mir anbieten. Wer es kaufen wird, kann ich beim besten Willen nicht sagen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar für alle interessant sein könnte, weil die haben ja auch Läden und so als Eyecatcher oder so könnten die das ja vielleicht auch verwenden. Ganz einfach. Man muss unseren Händlern die Raritäten nur schmackhaft machen. Dann hoffen wir mal, dass sie keinen Igel in der Tasche haben. Ja, guten Tag. Ja, grüß Gott. Ein Igel. Ein Igel. Ja, warum nicht? Den kann man aufziehen. Genau, ein Aufziehigel ist das. Ja. Richtig. Also wir hatten in der Familie vermutet, es ist ein Mackie, aber der Fachmann dort unten sagte, das ist eigentlich noch was Rareres. Mhm. Ein was? Also es ist noch rarer, weil es ist also über 60 Jahre alt. Die hatten in den 50er Jahren schon einen City-Roller, unglaublich. Das ist der Vorläufer. Ja. Also ich glaube, Fabian. Wunderbar. Das ist doch mal was für dich, oder? Das sieht aber auch gruselig aus. PW. Pautitsch, Wolfgang. Für dich? PE. Paul Weiß. Paul Weiß. Aber der sieht ja auch so aus wie du. Ja, jetzt komm her zu mir. Hopp, hopp. Stopp. Ich biete Ihnen 50 Euro für den fahrbaren Igel. Dafür würde ich ihn noch nicht hergeben wollen. Der Zustand ist wirklich wundervoll, muss man sagen. Hier bist 60. Da muss ein bisschen was, also ein bisschen mehr auch dazukommen. Dann mache ich 70 Euro. Denk, jetzt komm ich schon näher. Der gefällt mir. Der ist schön. Ich mache 80. Sie haben ja auch alle eigene Läden. Wäre vielleicht was auch als Eyecatcher oder so im Laden. Als was? Kann man doch ein Thema drumherum bauen. Um den Igel. Ja, ein Thema. Er ist auf alle Fälle schön, er ist schön alt. Und ich zeige ein Herz und gebe Ihnen 100 Euro. Aber hallo. Und dafür? Sag ich nur. Jetzt haben wir fast am Ende. Ja, da sind wir da am bin Ende. Ich raus, vorher zu mir. Und Sie kommen und gingen her zu mir. Das machen wir. Dann kriegen Sie einen 100er und dann haben wir fertig, der Wort noch. Ich bin zufrieden und Sie sind glücklich. Bitte sehr, mein Herr. Ich bedanke mich. Hey. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Adieu. Adieu. Ist doch ein netter Bursch. Der ist wirklich nett. Ja, schon. Der fährt wenigstens. Wenn der Ludwig was haben will, dann haut er gleich so eine Summe raus, wo wir alle zu Salzsäure erstarren. Unglaublich. Ich habe 100 Euro bekommen. Und ich denke mal, der Händler, der es gekauft hat, der hatte da auch wohl Lust auf den Igel und hat wohl ein gutes Zuhause bekommen. Hoffe ich. Ich bin gerade ein bisschen nervös, bevor es in die Höhle des Löwen geht. Ich hoffe, die Händler sind gut gelaunt. Und ich hoffe natürlich auch, die 150 Euro zu bekommen. Ausnahmsweise heißt es jetzt für Tina, probieren geht über studieren. Wir drücken die Daumen. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bringe Ihnen eine Vase. Eine Vase. Bitteschön. Sehr schön. Eine alte Glasvase. Mhm. Milchglas. Abriss. Ja, bestimmt. 100 Jahre. Ja. Sehr schöner Zustand. Wie alt ist das Ding denn? Ja, so 1850. Ja. 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 Ah. 18. Hast du da keine 50 Jahre drauf gehauen? Nee. Nee? Ja, schauen wir mal. Das ist eine sehr schöne Vase, ist Milchglas. Die ist früher, die ist um 1840, 1850 Mund geblasen. Da sagen Sie was Wahres. Danke. Und da ich mich nicht blamieren möchte, werde ich dem Lucky zustimmen. Ja. Weil er hat nämlich Ahnung. Wo haben Sie die her? Die ist aus Familienbesitz. Die wurde immer weiter vererbt an die älteste Tochter. Aha. Und du verhökerst die? Ja. Ich brauch Geld. Oh mal. Das ist so ein bisschen opalisierend. Das Glas ist halt gut. Ich bin zwar kein Glassammler, aber ich fange mal mit 80 Euro an. Dann ist das Ding auf jeden Fall wert. Ein Anfang. Was sagen die anderen? Also die Vase ist wirklich schön. Ich sag 90 Euro. Ich sag 100. Ja, Sie dürfen gern noch mehr sagen. Gefällt Ihnen das? 110. Gern? 110, sagt er. Susanne, sagt auch was? Für die Vase?
120. Was hast du geboten? 120. Wie willst du damit was? Du hast Schmuckvitrine. 130. So schlecht läuft das ja nicht für dich. Ich bin schon 30 Euro drüber, wie ich überhaupt bezahlen wollte dafür. Mir gefällt sie auch sehr gut. Ja, schön. Opalisierend. Ich finde nicht schon im Rahmen bei 130. Ja. Ja. Bist du einverstanden mit 130? Wie sieht's bei den anderen aus? Hm? Nicht mehr dabei bei dem Betrag. Vielleicht nach Bayern? Raus. Ja? Bin raus. Ist auch raus. Ach, ja, schon. So. Pass auf. 100. 120. 130. Und weil du richtig nett bist, 135 Studienfirmen freiwillig dabei. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. 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 Die Bewertung von der Expertin waren ja auch 150 Euro. Und ich denke, damit fahre ich schon ganz gut an. Viel zu tragen haben Roswitha van den Berg und Frank Fischer. Mit Roswithas alter Swarovski-Sammlung wollen sie heute einen guten Deal machen. Die Stücke, die sie hat, sind natürlich auch da ganz was Besonderes. Da es halt diese Jahresendfiguren sind, die halt nur immer in diesem einen Jahr verkauft wurden und daher natürlich einen entsprechenden Seltenheitswert auch noch haben. Für mich haben sie sehr einen hohen Wert und den Wert stelle ich mir so vor, dass ich mindestens 1500, damit ich mit meinen Lebensgefährten einen schönen Urlaub verbringen kann. Nun geht die Reise aber erst einmal an den Expertentisch von Albert Meyer. Da kriegt man ja direkt richtig gute Laune. So soll toll sein. Sieht das aus. So soll wirklich es sein. Toll. Weißt du, wenn du hier reinguckst, jetzt habe ich vergessen, mich sogar vorzustellen. Guten Tag. Der Horst? Ich bin die Rosi. Rosi. Und der Frank. Rosi, ihr seid aber ein bezauberndes Pärchen. Die willst du weghaben, weil du ihn hast. Ja, genau. Richtig so. Rosi, dann braucht man kein Porzellan mehr. Nein, oder Glas. Braucht man nichts. Sag mal, die sind aber auch außergewöhnlich toll präsentiert, weil mit diesen Schachteln hier, das kenne ich so nicht. Ist das also etwas Besonderes? Ja, nein, so wurden diese Kostbarkeiten ausgeliefert. Und es ist sehr gut, dass sie diese Schachteln und das alles haben, weil das ist für den Wert und für den Wiederverkauf natürlich sehr wichtig. Und sie haben natürlich auch, und das ist das Schöne, sie haben hier die Originalverpackungen und das sind praktisch wie Expertisen. Ja? Dass man wirklich sagen kann, ist Swarovski ist aus dem Jahr wie hier jetzt der Pierrot von 1999, hier ist 2001 und hier ist 2000. Und was das Schöne ist, man kann auch erkennen, Sie waren bestimmt Mitglied in diesem Club. Richtig, man muss Mitglied sein, um überhaupt diese Jahresfiguren zu bekommen. Nicht jeder kann die einfach kaufen. Ja, dieses SCS heißt Swarovski Crystal Society. Richtig. Jetzt würde ich gerne nur noch eins wissen, bevor wir zur schlussendlichen Expertise und dem Wert kommen. Wie wird so etwas gemacht? Ist das jetzt geblasenes Glas oder ist das, wie funktioniert das? Oder sind das Kristalle, die man irgendwo findet und sagt, ich schleife die jetzt so lange, bis sie aussehen wie ein Löwe? Nee, die Grundform, ja, die wird maschinell hergestellt. Ja? Ja. Und dann aus Glas. Aus Glas. Ja. Und die einzelnen Nuancen hier, die sind geschliffen, handgeschliffen. Handgeschliffen. Also da sitzen wirklich Künstler dran, die dann dieses... Ja. Alles klar, verstanden. Ja. Jetzt weiß ich endlich, was das ist. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wie viel, ja, ich sag jetzt einfach mal, Euros wünscht ihr euch denn dafür? Also ich habe mir mindestens vorgestellt 1500. Mindestens 1500. Ja. So, bei Albert qualmt so ein kleines bisschen. Ja, also da komme ich gar nicht mit klar, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Die Rechenmaschine läuft. Ich meine, ich weiß, wie diese Sachen gehandelt werden. Auf Auktionen werden sie überhaupt nicht gehandelt. Auktionshäuser nehmen sowas gar nichts, weil es unter Neuware fällt. Sie können im Internethandel das vielleicht verkaufen. Da geht ein einzelnes Stück vielleicht ganz gut. Aber wenn Sie das jetzt als Konvolut sehen, dann muss man schon sehr realistisch sein. Die Großfiguren schätze ich ganz gut ein. Die Kleinen weniger gut, die Kleinen mit 30, 40 Euro. Die anderen vielleicht mit 100 Euro. Und ich komme nicht auf nicht mehr wie 800 Euro. Ui. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre auch mehr. Nicht. Ich hoffte auch auf mehr. Dann kommt jetzt meine Gewissensfrage. Weil ich habe natürlich hier das Kärtchen.
Und das ist ja praktisch ein Einzelstück, davon mal ganz abgesehen. Ja. Gleichzeitig der Schlüssel, für nach oben zu den Händlern zu kommen. Ja. Die würde ich aber nur geben, wenn ich mir sicher bin, dass die Vorstellungen sich in etwa angleichen. Weil die Händler wissen ähnlich viel wie unsere Experten. Ja. Die werden natürlich auch nicht viel mehr bieten. Wobei wir hier schon Dinge erlebt haben, die kann man nicht schreiben. Das ist unfassbar. Okay. Was ist denn, wenn oben ein Händler sagt, fürs Gesamtkonvolut gebe ich nicht mehr wie 600 Euro? Ihr Wunschpreis wurde halbiert und die Händler sind unberechenbar. Schwere Entscheidung. Wir würden es dann... Gut, okay. Dann hoffe ich, dass ihr beiden wunderbar Dankeschön. Verhandelt oben. Vielen Dank. Nicht so lang. Dankeschön. Ihr seid ein Traumpärchen. Da Dankeschön. Vorne geht's lang. Wir stellen okay. alles nach oben dahin. Ja, super, danke. Ich bin froh, dass das Pärchen meine Expertise schlussendlich angenommen hat. Ich kann natürlich verstehen, dass der emotionale Wert, der an solchen Dingen hängt, sehr viel größer ist. Aber der realistische Wert ist leider nicht so hoch. Also wir sind zufrieden, was er gesagt hat. Und jetzt werden wir mal abwarten, was da oben kommt. Die Fährte zu Bares für Rares hat Waldemar Klein aufgenommen. Der passionierte Jäger möchte am liebsten eine Kiste voll mit Krügen hier lassen. Die Sachen haben für mich keine persönliche Bedeutung. Wir möchten sie verkaufen. Und ich weiß eigentlich nicht, was da der reelle Preis wäre. Ich gehe da ganz offen rein und schaue mal, was rauskommt. Und sämtliche Antworten erhält man hier in der großen Expertenhalle. Waldemar, wie ich sehe, bist du wirklich Sammler. Ich habe nicht gesammelt, das haben die Schwiegereltern gesammelt. Die Schwiegereltern? Ja. Und wie sieht man das, wenn man nicht sammelt, wenn jemand sammelt? Sagt man dann nicht manchmal, die haben so kurze Fehlschaltung? Manchmal schon, ja. Ja, ne? Manchmal ist die Schaltung ganz komplett kaputt. Ich bin ja auch Jäger und Sammler. Du bist auch Jäger und Sammler? Ja. Also doch. Ich sammle aber Fleisch für die Kühltruhe. Fleisch für die Kühltruhe? Ja. Also du bist wirklich Jäger? Ja, Kochtopfjäger, ja. Was heißt Kochtopfjäger? Ich sammle Fleisch für die Kühltruhe und keine Trophäe für die Wand. Ach so, das heißt also, bei dir ist ganz klar, das, was gejagt werden muss, muss auch gegessen werden. Yes. Und da gibt es so schöne Rezepte. Oh, meine Güte noch mal. Ja, das weiß aber ich. Thema Rezepte, lass es mal hier drauf kommen. Ah, da kann ja, man drehen. Da kann man dann drehen, ja. Kanone ist beweglich und der Richtkreis auch. Der Richtkreis, sehr schön. So, hast du dich denn schon mal ein bisschen informiert, was das ist? Wurde ein bisschen erzählt dazu? Ja. Zum Beispiel bei diesen Krügen, die habe ich bei Willroy in Boch nachgefragt und die sagen, die wären von 1872. Ja. Die haben sich unten die Stempel angeguckt und konnten dann irgendwie nachvollziehen, von wann die gemacht wurden. Ah, so. Und dieser Krug, der Reservistenkrug? Er ist vom Vater meiner Schwiegermutter. Ja. Und er hatte Dienstzeit von 1909 bis 1911. Ja. Und der Rudolf Eberle hat den bekommen. Und ja. die Namen der Gefreiten und Kanoniere stehen ja. auch hinten hinter dem Griff noch mal einzeln aufgeführt. Genau. Ach, das ist toll. Das Wichtigste bei Reservistenkrügen. Also und somit sind wir bei Sven. Wir gehen jetzt erstmal auf den Reservistenkrug ein. Ja. Also, wir sehen es hier auch ganz schön. Das 5. Feldartillerieregiment, König Alfons, der 13. Von Spanien. Hier unten haben wir dann Gefreiter Rudolf Eberle. Und dann ist immer sehr wichtig, dass man den Namen hier in der Liste auch tatsächlich wieder findet. Da steht er. Und da steht der Name. Hier oben haben wir halt das Artilleriegeschoss mit. Und er hat es gerade schon so schön erwähnt. Das ist quasi dieses Z steht für Doppelzünder. Mhm. Das ist dem Doppelzünder nachempfunden, der damit verschossen wurde. Er ist hundertprozentig original, also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist original, ja. Er ist schön. Sehr und authentisch. Schön. Unauthentisch. So. Stellen wir den schon mal hier hin, Waldemar. Bin schon mal stolz auf dich. So. Jetzt haben wir hier 7 Humpen von Willeroy ja. Boch. Und den großen Krug, den Schenkkrug, den Weinkrug. Mhm. Die Bodenmarke, das hast du vorhin schon richtig gesagt, entspricht ungefähr der Zeit um 1880, 85 von Willeroy Boch. Das ist Steingut. Die kleinen Humpen gehören auch passend mit dazu. Und dieses Steingut ist letztendlich der englischen Wedgwood-Keramik nachempfunden. Also von der Produktion. Das ist gegossen. Ja. Und quasi, also man sieht hier dieses Blaue und das spricht für diese Jasperware, sagt man auch aus England. Mhm. Dieses sogenannte Wedgwood. Mhm. Zeit 1880, 1885. Gut, Waldemar, wie viel Geld möchtest du haben? Ich weiß es nicht. Ah, so eine Idee hast du. Also ich würde schon mal sagen, 500 soll da schon mal rum. Das siehst du, und schon habe ich es rausgelockt. Siehst du, man muss nur richtig so, rangehen. Mal, ne? Mal auskommen, ne? Ja, warte mal, man muss nicht so ein bisschen rauslocken. So, jetzt hören wir aber mal ganz klug zu. Authentischer Reservistenkrug, wie gesagt, um 1909, 1910 würde ich 250 Euro bewerten. Alles klar, hab ich im Kopf. Dann geht's hierzu. Ich würde für diesen Krug einen Preis ausrufen zwischen 150 und 180 Euro. Ja. Und für die einzelnen Humpen
Da würde ich einen Preis sagen, so 30 Euro pro Stück. Dann haben wir jetzt hier 7 Stück. 210 Euro mit dem Krug zusammen, 180 Euro. Dann sind wir bei 390. 390 plus 250 sind 640. 640, er ist nicht nur schnell mit der Zunge und mit dem Rechnen. Das klappt, man kann sich drauf verlassen. Ich würde mal sagen, jetzt liegt es in deinen Händen, was du da oben draus machst. Okay, du darfst schon mal losgehen. Danke. Waldemar, es war mir ein Vergnügen. Viel Erfolg, Waldemar. Danke. Die Expertise hat ungefähr das gebracht, was ich mir vorstelle. Jetzt will ich mal sehen, ob die Herrschaften oben das Gleiche meinen oder ob sie etwas mehr meinen. Wir wollen natürlich gucken, das Urteil war natürlich recht niedrig, was eben gefallen ist, und wollen natürlich jetzt schauen, dass jetzt deutlich mehr rauskommt. Genau. Ob das Geld bei unseren 5 Händlern heute locker sitzt, werden Roswitha und Frank in wenigen Momenten erfahren. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Vandenberg und ich habe die wunderschönen Kristalle mitgebracht. Das sind sie. Also schön sind sie auf jeden Fall. Die sind wunderschön. Freut mich, dass sie Ihnen schon mal gefallen. Und auch nicht defekt. Das Problem ist, die Teile waren tierisch teuer. Ja. Richtig. Das ist es. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz aus der Mode ist, aber du kriegst einen Bruchteil nur noch heute für das, was sie mal gekostet haben. Ja. Und dann ist es für uns schwer, einen vernünftigen Dialog hinzukriegen, dass beide damit leben können. Also für mich interessant sind zum Beispiel diese Figuren, weil das sind Jahresfiguren von 1999, 2000, 2001. Die konnte man nicht so einfach kaufen, da musste man in diesen Sammlerkreisen dabei sein. Die kann man verkaufen. Es ist halt definitiv nur Glas. Aber fang mal an. Euro. Wie viel? 150. Für alles? Für alles. Nein. Fangen wir mal an. Roswitha und Frank verschlägt es bei derartigen Geboten direkt die Sprache. Fabian, ist das was für dich? Absolut nicht. Ja, vielleicht wird's was für dich in Zukunft. Nein? Nee. Ich bin zwar nicht so begeistert, Ludwig. Aber 400 wären mir das jetzt schon wert. Ne? Ich sag 450. Komm, im Schmuckladen sind wir noch nicht in der Nähe, oder? Mit 450 muss ich sagen. Ja, sind wir noch nicht. Prägeln nur drauf, oder wie? Noch, so ein bisschen drauf. Ein bisschen. Ja, da kriege ich ja noch nicht mal einen Flug. Also, ich gebe Ihnen 500 Euro und dann sind Sie es los und können eine kleine Reise machen. Nur ein klein bisschen mehr? Ganz klein? Wirklich nicht bei mir. Das ist wirklich gut. Nein. Vielleicht beim Ludwig noch? Sagst du mehr? Na. Walter? Sollen wir 500? Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir 500. Ist okay. Ist Deal. Kommen Sie bitte zu mir. Madame, für Sie. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, Ihnen wünsche ich viel Spaß. Ja, danke. Wiedersehen. Das waren jetzt einmal zwei richtig Verliebte. Die mingen sind alle zwei. Handel rein, Handel raus. Ich habe jetzt im Schnitt 30 bis 40 Euro pro Figur ausgegeben. Das Besondere sind diese Trilogie-Figuren von 1999, 2000 und 2001. Die haben mal 600 Mark pro Stück gekostet. Heute im Verkauf bringen sie immer, schätze ich mal, 100. Und deswegen habe ich hier zugeschlagen. Wir wollten eigentlich nach Rom, aber jetzt haben wir uns überlegt, fahren wir nach Norderney. Und das ist auch schön. Genau. Ich werde hochgehen zu den Händlern und werde mal sehen, ob ich etwas mehr rausholen kann, wie die Experten gemeint haben. Es handelt sich immerhin um Originale, keine Nachbauten und in einem sehr guten Zustand. Auf geht's. Die Expertise ist nur ein Richtwert. Jetzt zählt ausschließlich das Interesse unserer Händler. Schönen guten Tag. Hallo, Hallo grüß Hallo. Ist gut. Schöne Originalteile. Ja, und ein Originalkrug von dem Vater meiner Schwiegermutter. Ja. Teile sind im sehr guten Zustand, die wurden auch sehr gut gepflegt, nie benutzt. Sieht man. Und von dem Rudolf Eberle, dem der Reservistenkrug gehört, sind auch Bilder dabei. Der Stammbaum liegt auch noch bei. Der Rudolf Eberle ist da namentlich genannt mit Geburtsdaten und allem, was dazugehört. Sehr schön. Das gefällt mir nicht so. Aber der ist schön hier. Also ich gebe schon mal für den Reservistenkrug. So hoch werden sie ja jetzt auch wieder nicht gehandelt. 90 Euro.
Also ich biete Ihnen zuerst einmal für die Bilder und für den Reservistenkrug zusammen 200 Euro. Als erstes Gebot. Tun wir mal das. Gib mir mal das. Hast du noch gar nicht gesehen. Da. Alles in Walter Riebe und den Krug auch. Ja. Ludwig, was machen wir denn mit denen hier? Na gut, ich gebe für das Set gebe ich auch 200. Für die Kleinen. Und den Großen. Und den Großen. Und freilich. Die haben auch so gefallen. Glauben wir es nicht erst mal kaum. Du kriegst nichts mehr dafür. Die sind zwar alt. Die sind richtig alt, die sind aus der Zeit. Aber die kauft kein Mensch mehr. Kriege es im Moment. Kriege es. Sind aber auch im Top-Zustand, ne? Ja, da ist nichts kaputt. Ja. Da ist nichts verschlissen. Ja, doch. Sie haben schon ein paar Chips. Also oh, ich will gar nicht ja, sehen. Schau mal hier. Hier bei dem Auto. Oh, das ist, hier unten. Das ist schon enorm im Macke da. Der auch. Aramaki. Yes. Oh, aber ich bleib trotzdem bei meinen 200. Da ist 200 Euro für das wirklich gut bezahlt, weil jetzt ohne Quatsch, die Krüge, die gehen im Moment gar nicht. Außer halt Militärkrüge, das ist was anderes. Wo waren wir bei dem Reservistenkrug? 200 habe ich gesagt. Boah, Wolfgang, 200 ist schon, das ist schon ausgereizt. Du sagst nichts mehr? Ja gut, dann mache ich alles zusammen 200 und 220, 420 alles zusammen. Dann habe ich 20 Euro mehr gemacht. Außerdem der Wolfgang. Nein. Aber dann haben Sie alle los, Monsieur. Vergessen Sie das nicht. Das wäre richtig, aber 500 wäre schön. Na gut, das wär schön. Ja, schön, ja. Das kostet mir 80er mehr, das kann ich alle machen. Geh her und hol dir die 420. 420 ist ja schon total in der Nähe. Gibt Waldemar nach? Jetzt kommt er zu mir und kassiert die 420. Dann bist du zufrieden und ich bin auch zufrieden. Ja, dann machen wir 450. Ah, nein, ich will die Bauer. Die Mitte ist schon gut bezahlt. Ehrlich nicht. Bei uns zahlt jeder Pfennig. Bei mir auch. Ich bin ja billig, ich gebe das Ganze wieder her um 500 Euro. Dann habe ich 80 Euro verdient. Kann Ludwig Waldemar mit dieser Rechnung überzeugen? Also gut, das ist schon fair. Also, dann machen wir das Geschäft. 200, 300, 400, 420. Halt. Super. Da bedanke ich mich. Danke auch. Ich bin sehr zufrieden. So. Danke. Auf Wiedersehen. 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 Tschüss. Es hat nicht ganz das gebracht, was der Experte gemeint hat, aber ich bin zufrieden mit dem, wie es ausgegangen ist. Jetzt werde ich heimfahren und da werden wir gemütlich zu Abend essen. In gar uneigennütziger Mission ist Guido Pistel unterwegs. Er will ein sehr altes Gemälde für einen von ihm sehr geliebten Menschen verkaufen. Ich verkaufe das Bild im Auftrag meiner Mutter, das seit vielen Jahren im Familienbesitz ist und die Fan von Herrn Lichter ist und von der Sendung Bares für Rares. Und ja, eigentlich deswegen, weil meine Mutter als Rentnerin noch mal eine Kreuzfahrt machen möchte. Ob dieser Traum in Erfüllung gehen kann, erfährt Guido am Tisch von Albert Meyer. Guten Tag. Hallo. Ich hab schon was gesehen. Nein, Albert, komm her, das kommt gar nicht erst oben drauf. Das stellen wir hier hin. Sehr schön. Du machst es fest, dann ist Verantwortung da. Wie heißen Sie? Guido Pistel, hallo. Guido Pistel. Ja. Das ist ein interessanter Name. Albert Meyer, Horst Lichter. So, jetzt aber mal, Herr Pistel, wo kommt denn dieses interessante Bild her? Ich meine, es müsste ein bisschen überarbeitet werden. Ich finde, es ist was alt. Ja, es soll aus dem Jahr 1645 sein. Und das hat meinem Großvater gehört und der hat es vom Grafen Landsberg im Ersten Weltkrieg geschenkt bekommen, also seit 100 Jahren etwa im Familienbesitz. Von 1645? Ja, meine Mutter hat nach dem Tod meiner Großeltern Anfang der 90er Jahre eine Expertise machen lassen von einem Antiquitätenhändler und der hat es auf 1645 datiert. Mein Gott im Himmel, aber möchtest du näher rantreten, um das zu sehen? Du bist wie festgewurzelt, so habe ich dich noch nie gesehen. Nein, ich bin mit der 1645 bin ich total erschrocken. Der Antiquitätenhändler hat dann nicht viel Ahnung gehabt, aber ich schaue mir das jetzt genau an. Guck's dir bitte an. Mit bloßem Auge konnte Albert Meyer schon den Antiquitätenhändler widerlegen. Was wird er wohl bei genauerem Hinschauen noch alles feststellen? So, und Albert, weißt du vielleicht, wer da drauf ist schon? Ja. Ach. Also ich fange mal ganz von vorne an. Es ist ein wunderschönes, ovales, adligen Bild.
datiert. Bis hierhin, Entschuldigung, Albert, wusste ich das auch. Ja. Aber das ist ein bisschen höherer Adliger. Ja? Ich hätte das jetzt gesteigert, aber gut. Es handelt sich um Stanislaus II., den König von Polen. Wow. Ihre Geschichte ist insofern glaubwürdig und authentisch, weil natürlich in seiner Regentschaft, die war zwischen 1762 und 1795, wurde natürlich an alle, oder fast alle, oder die meisten Verwandten oder europäischen Adelshäuser, wurden diese Porträts verschickt. Also das Porträt ist kein Unikat, sondern wurde damals ein paar Mal gemalt. Öfters gemalt, und ich würde es datieren auf 1760 bis 1770. Kann man ziemlich genau datieren. Er ist 1732 geboren. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie alt er ist, dann dürfte das so ungefähr passen. Es passt natürlich ferner auch, der ovale Rahmen passt zu der Zeit. Es passen die Kleidung, passt zu der Zeit. Es passt sein Orden dazu. Also es ist alles stimmig. Und was auch ganz typisch ist, für diese Barockbilder im 18. Jahrhundert hat man nicht signiert. Ja? Du hast eben gesagt, Unikat, es wurde ja mehrmals gemalt. Richtig, ja. So, aber die hatten ja noch keinen Fotokopierer oder Siebdruck oder sonst was. Das heißt, dann war doch trotzdem immer wieder ein Unikat, weil du kannst ja nicht zweimal identisch malen. Natürlich, insofern war es ein Unikat. Ja. Aber es wurde vervielfältigt als Motiv. Richtig. Wurde dann vom Bild abgemalt oder haben dann da 6, 7 Maler um ihn herum gesessen? Nein, vom Bild. Der musste eine Woche da sitzen bleiben. Bis alle Bilder fertig waren. Es wurde ein Bild angefertigt und da haben die anderen Maler dann das gemacht. Ja. Gut, wie ist denn die Wertvorstellung? Einen Preis zu nennen ist immer schwierig. Die Wunschwertvorstellung. Die Wunschwert ist nach oben natürlich offen, aber ich habe von meiner Mutter, es gehört ja meiner Mutter, schon eine Untergrenze mitbekommen. Was hat Mama denn gesagt? Ja, unter 3,5 gibt es nicht ab, mein Sohn. Ein sehr stolzer Preis. Und was sagt unser Experte? So sind die Mütter. Ja, das ist auch richtig so. Weißt du, die Mütter, da muss man auch drauf hören. Mein liebster Albert. Oh, du großer Allmächtiger. Ich meine, da muss ich natürlich passen, bei Weitem passen. Das ist absolut nicht realistisch. Dann sag mal deinen realistischen Preis. Der Zustand ist eigentlich relativ schlecht. Deswegen kann ich höchstens einen Preis sagen von 1.000 bis 1.200. Mhm. Puh, Albert, das ist natürlich recht wenig. Und ich sehe bei dir auch so ein bisschen Enttäuschung. Ja. Und ich denke mal, die Frau Mama wird auch total begeistert sein. Ne? Ja, sie wird sicherlich vielleicht auch ein bisschen aufgeweckt sein. Also die Illusionen werden sicherlich ein wenig nach unten sinken. Aber was machen wir beide jetzt? Ich habe ja die Verantwortung hier in der Hand, das Händlerkärtchen. Jetzt spielen wir einfach mal durch. Ich wäre ein Händler und würde sagen, Menschenskinder, ich will's haben. 1,5 maximal, mehr gebe ich nicht. Ja, ich würde sofort abgeben. Ich möchte. Das heißt, du übernimmst jetzt hier offiziell die Verantwortung. Wir kriegen nicht Ärger mit der Mama. Du nicht, höchstens ich. Aber ich übernehme die Verantwortung. Dann ist alles gut. Bitte schön, die Händlerkarte. Und guck mal, dass du den König aus Polen hier in Deutschland gut unterkriegst. Okay. Ich danke dir. Danke. Pass auf nicht, dass du den Kerl runterschmeißt. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Albert, du warst super. Du darfst schon mal vorgehen. Wir bringen das Bild gleich hinterher. Danke. Ich guck's mir noch mal kurz mit Albert an. Also mein Herz hängt an dem Bild nicht, wenn ich ehrlich bin. Und insofern, ich hoffe, dass meine Mutter eine schöne Kreuzfahrt machen kann, wenn ich es doch noch verkauft kriege. Und alles ist gut. Die nächsten Raritäten sind unterwegs zu Bares für Rares. Sandra Bourvillet aus Neuss ist mit einem ganz speziellen Auftrag hier. Sie soll alten Schmuck für einen Familienurlaub verkaufen. In der Regel war es so, dass die Schwiegermutter eigentlich immer das Collier zu Hochzeitstagen angezogen hat, wenn gefeiert wurde oder wenn es einfach nur ins Restaurant ging. Heute soll es verkauft werden. Die beiden sind einfach nur noch zu Hause. Es liegt leider Gottes nur noch im Tresor. Und zur Silberhochzeit der Schwiegereltern wollen wir alle davon in Urlaub fahren. So sehe ich die Frau Doktor am liebsten, ne? Mit der Lupe vertieft in schönem Schmuck. Ja. Mit wem habe ich denn jetzt die Ehre? Mein Name ist Sandra Bourvillet. Darf ich Sandra sagen? Na klar. Du darfst Papa sagen. Okay, nein, Blödsinn. Gerne. Sandra, oh, ein Collier sogar? Ja. Das ist aber was Hübsches, wenn man... Oh, dein Armband passend dazu sogar. Das wäre doch was zum Heiraten.
Nein, doch. Die Schwiegermama hat das mal geschenkt bekommen. Und, Ach so, du verkaufst ja dem Auftrag. Ja. Jetzt haben die nächstes Jahr Silberhochzeit. Und da haben sie uns eingeladen nach Kuba. Und das soll damit einfließen. Ja. Das heißt, das sind eure Tickets. So ein bisschen, Flugtickets wahrscheinlich. Nach Kuba. Genau. Was hat die Schwiegermama denn gesagt, wie viel Geld du mitbringen sollst? Ja, also mindestens 1.500 Euro. Mindestens 1.500 Euro. Das sind zwei Flugtickets hin zurück Business, oder? Ja, also weniger brauche ich, glaube ich, nicht mehr nach Hause kommen. Doch, du, Heide, erzähl uns etwas über diesen wunderbaren Schmuck. Weißgoldschmuck mit Brillanten besetzt. 585 ist die Legierung. Okay. Und es gibt sogar einen, ich würde sagen, fast Viertelkaräter hier in der Mitte des Armbandes. Ja. Also ein recht ordentlicher Stein. Er hat allerdings einige wolkige Einschlüsse. Diese Einschlüsse mindern tatsächlich das Reflexionsvermögen des Brillanten. Also die Einschlüsse liegen unter dem ganzen Stein, mit bloßem Auge sichtbar. Sind die Einschlüsse bereits ohne Zehnfachlupe zu erkennen? Bezeichnet man dies als Piqué. Es sind minderwertige Brillanten. Sie haben hier ein... Das ist... Juwelier mitgenommen. Bin ich mal gespannt, was der Kollege dazu sagt. Das ist großzügig angesetzt. Der Juwelier schätzte den Wert auf 3.800 D-Mark, umgerechnet ca. 1.900 Euro. Und hier das Collier in der Mitte auch mit einem Einsatz von Brillanten bestückt. Hier haben wir eine Gesamtkaratzahl von 0,6 Karat. Und hier haben wir eine Gesamtkaratzahl von 0,85, schätzungsweise. Das ist hier nicht so eindeutig zu sagen. Immerhin sind die Steine gefasst. Mhm. Also um es wirklich exakt zu sagen, müsste man sie ausfassen und dann auf eine Karatwaage legen. Okay. Liebe Heide, wie liegt denn jetzt der Wert? Rechne ich. Hoffentlich kommt Expertin Heide zu einem versöhnlichen Ergebnis. Das Armband ist etwas schwerer und hat vor allen Dingen eine höhere Karatzahl an Steinen. Und dieses Armband würde ich taxieren auf 600 bis 700 Euro. Okay. Wohingegen dieses Collier etwas leichter ist und auch in der Karatzahl niedriger. Mhm. Und da läge ich bei 500 bis 600 Euro. Da wären wir bei 1100 bis 1300. Ja. Okay. Ist aber was weniger, wie Schwiegermama gesagt hat. Ja, aber ich glaube, da könnten wir mit leben. Das heißt, du bist bereit. Du bist bereit für die Händlerschaft oben. Auf jeden Fall. Ja, für den Kampf. Ich kämpfe. Kampf der Glorreichen. Hier ist deine Waffe, die Händlerkarte, damit darfst du rein. Okay. Und dann würde ich sagen, einmal dein Schmuck, die Expertisen. Okay. Viel Spaß bei den Händlern. Dankeschön. Und toi, toi, toi. Hat mich gefreut. Danke. Und ab nach Kuba. Möchtest du auch mal mit mir nach Kuba? Sehr gerne. Ja? Nehmen wir deinen Mann mit? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ist ein netter Mensch. Ja, ich habe gar keine Zeit für Kuba. War schon sehr interessant zu hören, was jetzt wirklich mit dem Collier ist. Gut, es ist ein bisschen geringer eingeschätzt worden, als wir eigentlich gehofft und gedacht haben. Aber da kann ich noch mit leben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Realität und Wirklichkeit sind ja manchmal ein bisschen verschieden. Und vielleicht gefällt es einem ja oben doch. Und ich kann noch ein gutes Ergebnis mit meiner Mutter erzielen. Vielleicht auch mehreren und sie bieten sich gegenseitig hoch. Schauen wir mal, was passiert. Das Gemälde dürfen unsere Händler vorab schon einmal kurz begutachten. Nun wird sich zeigen, wie sie es einschätzen. Das ist schon alt, barock. Ja. Es ist um 1750, 1760. Das sieht preußisch aus. Kennst du den Orden? Nein, kenne ich nicht. Einer der höchsten Orden Preußens. Ja, aber... Wenn ich mich nicht irre. Aber schön auch das Krakelé, also das passt alles. Der originale Rahmen. Also ist deutsch. Das ist im Originalzustand. Das sieht mir sehr nach Deutschland aus. Einfach schön. Es ist einfach ein schönes europäisches Gemälde und soll Guido viele Euros bringen. Grüß Sie Gott. Hallo zusammen. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Haben Sie ein schönes Beutel mitgebracht? Ja, 18. Jahrhundert. 1750. Ziemlich genau, habe ich eben unten auch erfahren. Ich hatte ursprünglich, also wenn auch älter, aber der Experte unten sagte 1750, 1760. Ja. Ist das einer aus deiner Ahnentafel? Ja, das ist mein Großvater mit Quatsch. Das ist ein polnischer König, Stanislaus der II. Das Stanislaus? Jemand Kontakte nach Polen?
Noch nicht. Okay. Nicht die. Hat der Experte den Künstler zugeschrieben, irgendjemand? Weil signiert ist das ja nicht. Nein, hat er nicht. Und er hat auch gesagt, das ist üblich gewesen in diesem Jahrhundert, ja, deswegen dass Porträts nicht signiert. Aber zugeschrieben, hat er eine Ahnung gehabt? Nein. Nein. Diese Bilder im 18. Jahrhundert hat man zu 90% nicht signiert. Ja, genau. Nein. Was machen wir mit dem Stanislaus jetzt? Abkaufen. Ja, genau. Am besten gegenseitig hochsteigern. Ich fange mal an mit 200 Euro. Ja, es ist nicht mein Bild, es gehört meiner Mutter. Und ich würde wahrscheinlich gezüchtigt werden bei 200 Euro. Merkt uns nichts, wir kriegen das ja nicht mit. Ja? Alt ist es definitiv. Ja, das auf jeden Fall. Dann mache ich 300 Euro. Nein, also unter einem vierstelligen Betrag. Und ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Ne? 400. Vierstellig will der Herr. Da hat sich Ludwig wohl verhört. Guido will mindestens 1000 Euro haben. Sind die anderen bereit, das zu zahlen? Also ich biete keine 1000 Euro. Ja. Noch jemand vielleicht? Gott sei Dank. Vielleicht sollte es bei der Mama bleiben, das Bild, wer weiß. Vielleicht ist es in 20 Jahren mehr wert, wenn ich dann in die Rente gehe. Vielleicht, das weiß man nicht. Das 600 Euro. Gefällt mir. Das ist gute Malerei. Na klar. Super, schönes Porträt, schau das Gesicht da, die Locken, der Rahmen original. Das Schöne ist auch, die Augen gehen mit. Nur der Dijora, der ist voll im Blick davor. Das haben die oft gekonnt früher, das war eine gewisse Kunst. Ich glaube, Wolfgang, da kommen wir nicht zusammen, ne? Trotzdem danke, grüßen Sie 800. Die Mama von uns. Ah, was ist 800, jetzt? 800, dann nehme ich die 200 Euro auf meine Kappe. Na, das ist ja ganz ein neuer Ton. 800 gebe ich nicht. Zuerst sagt er, die Mama sagt vierstellig. Ja, ja, nein, nein, also ich hätte die 200 Euro draufgelegt für Mutters Kreuz. Ach so. 600, mehr gebe ich nicht. Das ist mir wert, mehr gebe ich nicht. Okay. Okay. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ade. Tschüss. Guido hat alles versucht, aber es scheiterte leider am Preis. Kein Geschäft mit dem Stanislaus, aber Porträts ist das schwierig. Man will wissen, wer das ist. Das ist ja jemand, der... Ja, das ist der Stanislaus. Ah, der Stanislaus, das habe ich mal nicht gehört. Der Stanislaus. Also ich fand dieses Bild wirklich sehr gut. Es war Mitte 18. Jahrhundert, es war gut gemalt. Es war der Stanislaus abgebildet. Aber die Problematik liegt darin, man muss dieses Bild einem Künstler zuschreiben, also attributieren nennt man das. Man kann es nur vermuten, wer das gemalt hat und deswegen ist das im Verkauf schwierig. Und ein bisschen traurig bin ich schon. Ich hätte schon gerne meiner Mutter das Geld in die Hand gedrückt und gesagt, verkauft, macht ihr eine schöne Zeit damit, aber das hat leider nicht funktioniert. Wenn ich einmal drin bin, mal gucken, wer am interessantesten guckt und sagt, das ist vielleicht was für mich und da greifen wir uns dann fest. Es geht zwar jetzt in die Höhle der Löwen, doch es wird sich noch zeigen, wer tatsächlich die Krallen zeigt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Darf ich das mal abstellen? Ja. Ja. Ludwig, du lüftest das Geheimnis. Das ist schön. Ein Collier und ein Armband. Haben Sie den Schmuck gekauft oder haben Sie es geschenkt bekommen? Nein, das ist gar nicht meiner. Der ist von meiner Schwiegermutter. Ah, okay. Mein Schwiegervater hat ihn damals gekauft für meine Schwiegermutter. Und immer zum Hochzeitstag hat sie ihn auch getragen. Nur jetzt sind sie in einem Alter, da wird er nicht mehr getragen. Wolfgang Schell, du bist ein guter Kenner. Ja, die Steine, die sind weiß, aber sie haben schon ein paar kleine Schlüsse. Also, sie sind nicht ganz sauber. Ist zierlich, ja. Nett und zierlich, kann man sagen. Und immer noch tragbar, ne? Ja. Ja. Und auch nicht altmodisch. Kurzig. Ja, nein. Genau. Ist ein bisschen schon noch modern. Ja. Kann man schon noch tragen. Ja. Das stimmt. Ja. Das Schöne ist, das Armband hat auch ein bisschen einen Reifcharakter. Das kippt nicht um. Das ist so halbsteif, das ist gut gemacht. Weil oftmals drehen sie dich und bei dem dreht sich gar nichts. Also das ist gut gemacht. Ja, mhm. Und auch sehr modern nach wie vor. Die Kette vielleicht nicht mehr so unbedingt, aber das Armband ist wirklich noch sehr schön. Das gefällt mir auch nicht. Also das Armband ist schön. Weißt du, was du machen könntest, Susanne? An die Collierkette, an unten noch ein Einkarät oder ein Dreiviertelkarät dran. Ja. Das wäre schön. Und eine andere Kette dran wahrscheinlich. Ja, aber so, das Dreieck ist wunderbar gemacht. Macht man heute noch. Mhm. Ja, schön. Was machen wir da, Susanne? Fängst du an?
Ja, fangen wir mal an mit 600 Euro. Ja, das ist schon gut. Okay. Für beides? Mhm. Mhm. Das ist sehr wenig. Bitte? 800 ja. Euro biete ich Ihnen. Mhm. 800. Auch noch nicht das, was meine Schwiegereltern schon wollen. Kann ich verstehen. Ja. Tja. Ja, aber viel mehr, wenn sie von uns nicht kriegen, Madame. Nee, wollte ich gerade sagen. Da ist schon vielleicht fast noch ein bisschen, aber viel nimmer. Wie viel ist ein bisschen? Puh. Also ich sehe hier auch im Verkauf nicht mehr als vielleicht knapp 1000. Und also wenn überhaupt. Okay. Zusammen. Also ich hätte 700 gesagt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja? Da war ich auch bei 750. Mhm. Das ist wirklich schön, dass das nicht umkippen kann. Ja. Ist auch der größte Stein mit drauf, ne? Ja, mhm. Genau. Und alle anderen Steine sind auch sehr klein. Also viel mehr kann man da nicht mehr erwarten. Okay. Ich denke, das wissen Sie aber auch. Was gibt's denn auf die 800 noch ein bisschen? Ich Wer? Nicht. Okay. Ich Wird einer der fünf Händler Sandra mir bieten? Susanne? Ich mach maximal noch einen 20er drauf. Okay. Dann kommen wir ins Geschäft. Machen wir. Gut. Ja? Susanne bekommt den Schmuck für 820 Euro und zieht damit knapp an Ludwig vorbei. Das setzt er sich gleich hin. Der Kelch, er flog hin. Schön. Ausatmen. Ausatmen, ja. Der Lucky. 50, 150, 350, 350, 750, 750, 850, 750, Ja, ich war sehr nervös da oben, aber die Susanne hat dann so den letzten Preis noch mal draufgehauen und sind dann 820 geworden. Ist schon in Ordnung, können wir mit zufrieden sein. Ihr Lieben, glücklich, zufrieden, aber fix und fertig bin ich. Ihr auch? Ja, war ein erlebnisreicher Tag. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Ja, aber Waldi, du musst ein bisschen netter sein. Ludwig hat so viel gekauft. So, im Händlerraum sind alle fertig. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob meine Experten spuren. Und dann geht's los. Neue Folge Bares für Rares. Ich komme. Moin, moin. Aus dem schönen Ostfriesland ist heute Marco Saathoff nach Köln gekommen. Er möchte sich von einem alten Spielzeug trennen. Den Igel habe ich von meiner Tante mal bekommen, habe da auch selber mitgespielt, aber eben doch relativ wenig, weil ich habe eher mit den Modellautos dann gespielt, weil sonst hätte der den Zustand auch nicht so erhalten, denke ich mal. Also Marco, ich bin begeistert. Ich auch. Mich hast du schon überzeugt. Mich hast du schon vollkommen überzeugt. Ich will dir eine Granate. Guck mal, der fährt doch auf Teppich. Was sagst du denn? Der macht alles, ne? Ein Igelroller. Ein Igelroller. Ja, stimmt, von vorne. Das ist ja ein ganz berühmter Igel. Das ist ein Zeichentrickfilm oder so. Das ist der Mackie. Mackie. Ja, kommt dem Mackie schon sehr ähnlich. Ne? Ja, der sieht dem Mackie verdammt ähnlich. Marco, aus deiner Kindheit? Ja, ich habe den von meiner Tante geschenkt bekommen. Und jetzt eben habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert. Paul Weiß, vielleicht Hersteller. Aber ich freue mich auf das Urteil von unserem Sven. Was der dazu sagt. Der Sven weiß garantiert jede Menge darüber. Ich habe das Gefühl, der ist wie ein Brunnen des Wissens. Ne? Ja. Ja, guck mal, der ist schon vertieft. Sag mal, so alte Sachen interessieren die dich insgesamt? Oder ist das eher so, dass du sagst, komm her, weg mit dem Müll und was Neues? Och, nicht wirklich. Also das Problem bei dem Igel ist jetzt einfach, dass, das ist unser einziges Blechspielzeug. Eine Sammlung werde ich da nicht von haben. Also Blechspielzeuge stehst du gar nicht drauf? Auch nicht größere? Autos oder so? Autos, kleine LKWs und sowas. Die habe ich. Da habe ich auch nicht gespielt. Aber das ist eben einer, der stand eher im Regal. Und darum sieht er wahrscheinlich auch noch so dolle aus. Und echte Autos? Ja, da habe ich reichlich von. Wieso Händler? Nein, reiner Sammler. Reiner Sammler? Privat. Und die Kohle geht dann in die Autos? Nein, dafür würde ich
ich erwarte mir 100 Euro. Und wenn es 100 Euro wären, dann würde ich am Badesee mal eine Runde Eis oder bei 100 Euro ein paar Runden Eis dann ausgeben, auch für die Kinder. 100 Euro, Menschenskinder. Ich weiß noch, wir hatten als Kind bei uns im Dorf eine Eisdiele. Und wir bekamen damals immer so 10 oder 20 Pfennig für so ein Eis. Das war eine Kugel. Und da habe ich immer gedacht, wenn du irgendwann mal 5 Mark hast, dann bestelle ich mir so einen Eisbecher und mir den ganzen Tag dran esse. So, mein lieber Sven. Ja? Ich habe genug dummes Zeug erzählt. Genau, jetzt fange ich an, dummes Zeug zu erzählen. Nein, ich sage da jetzt was zu. Also, ja. Paul Weiss, da hast du schon ganz richtig gesehen, aber Paul Weiss ist nicht der Hersteller des Spielzeuges gewesen, sondern Paul Weiss hat diese Laufwerke produziert, hier, Federlaufwerke, Uhrwerklaufwerke, und hat die dann an andere Firmen verkauft. Das Spielzeug selber ist von einem Hersteller, den ich leider nicht mehr entziffern kann, hundertprozentig. Es wird wahrscheinlich irgendeine kleinere Spielzeugfabrik gewesen sein. Wir können es aber vom Datum her ganz genau festlegen. Was denkst du, wie alt? Ja, ein Vierteljahrhundert mindestens. Vierteljahrhundert. 25 Jahre. Älter. Nee, ich würde mal sagen, das ist 60er Jahre. Älter. 50er. So Ende der 40er. Ja, Ende der 40er. Besatzungszone, Made in Besatzungszone. Made in US-Zone, wenn du vorne genau drauf schaust. Ganz ernsthaft? Ja. Seht ihr das? Made in US-Zone in der Mitte. Man sieht es ganz schwach. Stimmt. Hier drin steht. Deswegen können wir es zeitlich sehr gut eingrenzen. 46 bis Anfang 50, 1950. Ja. Also irgendwo in dem Zeitraum wird sich das bewegen. Und jetzt haben wir das Alter. Also sprechen wir jetzt gerade von ca. 65 Jahren. Und das wiederum ist schon mal schön, um die Wertfindung zu klären. Ne? 100 Euro habe ich schon mitbekommen, hättest du ganz gerne. Ja, schön. Das gibt jede Menge Eiswürfelchen. Ne? Das Kind wird wahrscheinlich nachher ein bisschen kräftig werden, ne? Wenn das in einem Sommer alles ist. Aber nichtsdestotrotz. Ja, also schönes kleines Blechspielzeug. Der Igel ist im super Zustand. Das Spielzeug selber auch. Also ist jetzt kein Lack abgeplatzt oder sowas. Der Antrieb funktioniert. 70 bis 100. Und somit lenken wir doch fast richtig. 70 bis 100 Tja. Ist der Wert. Also verhandel gut oben mit den Händlern. Ja? Werde ich machen. Und du kannst ja sagen, Inspektion ist gemacht. Ja. Und der Kollege TÜV AU hat er. Ja, gut. TÜV und HU hat er. Marco. Ich bedanke mich. Wir reden mal ganz in Ruhe, wenn der nicht dabei ist. Können wir machen. Über die Autos. Wir langweilen ihn. Du darfst schon mal hochmarschieren. Ja, ne? Bis dann. Tschüss. Ey, langweilt ihn. Das Gespräch war sehr angenehm. Vor allen Dingen der Experte, der hat mich also wirklich aufgeschlaut. Das habe ich selber gar nicht gewusst. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Auch schön, mit, dass dieses Laufwerk eben vom Paul Weiss ist. Und die ganze Geschichte dazu auch. Habe ich nicht gewusst. Fand ich sehr interessant. Unter den vielen Menschen, die unterwegs zu Bares für Rares sind, befindet sich auch Tina Pukrop. Ihr altes Erbstück will sie heute zu Geld machen. Ich möchte eine Vase verkaufen, die schon seit längerem im Familienbesitz ist. Ich habe aber dafür keine Verwendung und deswegen möchte ich gerne die eintauschen gegen Bares. Dafür braucht es aber erstmal die Händlerkarte, auf die alle hier in den langen Schlangen hoffen. Guck mal, das ist... Ach, mein hallo. Gott. Schönen guten Tag. Tina Pukrop, hallo. Wie? Hallo. Martina? Tina Pukrop. Tina. Tina. Darf ich Tina sagen? Ja, darfst du. Frau Dr. Heidere Zepa-Zabe. Also jetzt fühle ich mich wohl. Wir haben eine schöne Vase, es fehlen Blumen, aber ihr beide seid schöner wie jeder Blumenstrauß mit der Vase zusammen. Soll diese Vase vielleicht weg, weil zu wenig Blumen drin standen? Ja, ich habe halt einfach keine Verwendung dafür. Kriegst du keine Blümchen geschenkt? Nee, leider nicht. Das machen die Männer viel zu wenig. Das stimmt. Also böse Männer. Ja, ist so. Aber das ist ja wieder so typisch Frau, ne? Wenn eine Frau sagt, du schenkst mir nie Blumen und du gehst am nächsten Tag und kaufst Blumen. Du kaufst nur Blumen, weil ich es dir gesagt habe. Wann sollen wir denn Blumen kaufen? Immer. Immer? Ich würde nie meckern, wenn ich Blumen kriege. Jeden Tag? Ja. Ja, Blümchen? Ja. Welche Blumen bevorzugst du? Ach so, Nelken finde ich schön, rosa Nelken. Rosa Nelken. Ist das was? Gut. Ist gut. Wie lange hast du die Vase schon? Ich habe die noch gar nicht so lange, vielleicht ein paar Monate. Ich habe die geerbt quasi von meiner Mutter. Die ist schon seit einiger Zeit auch in meiner Familie immer an die Tochter weitergegeben worden. Ich habe nicht unbedingt vor, diese Tradition weiterzuführen. Deswegen sonst bin ich hier. Wärst du ja nicht da. Warum möchtest du die Tradition nicht fortführen? Ach, ich brauche das Geld. Ich habe jetzt, das Studieren noch mal angefangen. Und was studierst du? Medieninformatik. Sehr schön. Heide, eine uralte Vase. Familientradition von Mama an Tochter. Jetzt wird Tradition gebrochen. Was sagst du dazu? Wärst du jetzt froh, wenn du Tochter wärst und sie bekommen hättest? Also ich finde sie ganz wunderbar, vor allen Dingen, weil es ein authentisches Stück aus der Zeit ist. Das ist ganz schön. Aus welcher Zeit ist sie authentisch? Aus der Biedermeierzeit. Spätbiedermeier 1850.
klassisch die behäbige Form mit dem weit ausschwingenden Hals. Und Sie, wissen Sie, dass es Glas ist? Ja, das habe ich schon gesehen. Glas. Das erkennt man ganz deutlich hier an der Abrissnarbe. Mhm. Da hat ehemals die Pfeife dran gesessen. Und das heißt, sie ist geblasen worden, richtig mundgeblasene Vase. Genau, frei geblasen worden. Genau, hier saß die Pfeife dran. Mhm. Und wird ein Glasposten darauf gehängt und dann wird der Glasposten in Form geblasen. Ist das eine Malerei? Das ist eine Malerei, und zwar eine Sepia-Malerei. Was ist Sepia? Ist das, das ist doch der Tintenfischfarbe, ganz genau, ne? Ganz genau, aus dem getrockneten Sekret des Tintenbeutels. Ich glaube, das ist ganz was Besonderes. Ja, das ist ja auch was Besonderes. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Mal schauen, was das für den Wert der Expertise bedeutet. Hast du denn eine Vorstellung, wie viel Geld du dafür haben möchtest für Studium? Ja, am liebsten so viel wie möglich. Nein, ich hatte gedacht, ja? 80 Euro wären schon super. Das wäre super, ne? Ja. 80 Euro ist eine ganze Menge Kohle. Ja. Ne? Ja, kriegt man dafür 80 Euro oder vielleicht sogar 800? So viel nicht, aber 80 Euro halte ich für zu wenig, weil es eben eine Malerei ist. Mhm. Und weil es Milchglas aus der Zeit ist, man nannte so etwas damals auch Beinglas, weil Knochenasche wirklich zugegeben wurde. Da, wie heißen Sie? Guido Pistel, hallo. Guido Pistel, ja. Das ist ein interessanter Name. Albert Meyer, Horst Lichter. So, jetzt aber mal, Herr Pistel, wo kommt denn dieses interessante Bild her? Ich meine, es müsste ein bisschen überarbeitet werden. Ich finde, es ist was alt. Ja, es soll aus dem Jahr 1645 sein. Und das hat meinem Großvater gehört und der hat es vom Grafen Landsberg im Ersten Weltkrieg geschenkt bekommen, also seit 100 Jahren etwa im Familienbesitz. Von 1645? Ja, meine Mutter hat nach dem Tod meiner Großeltern Anfang der 90er Jahre eine Expertise machen lassen von einem Antiquitätenhändler und der hat es auf 1645 datiert. Mein Gott, aber möchtest du näher rantreten, um das zu sehen? Du bist wie festgewuchtelt, du hast dich ja nie gesehen. Nein, ich bin mit der 1645 bin ich total erschrocken. Der Antiquitätenhändler hat dann nicht viel Ahnung gehabt, aber ich schaue mir das jetzt genau an. Guck's dir bitte an. Mit bloßem Auge konnte Albert Meyer schon den Antiquitätenhändler widerlegen. Was wird er wohl bei genauerem Hinschauen noch alles feststellen? So, und Albert, weißt du vielleicht, wer da drauf ist schon? Ja. Ach. Also ich fange mal ganz von vorne an. Es ist ein wunderschönes, ovales, adligen Bild. Datiert. Bis hierhin, Entschuldigung, Albert, ja? Wusste ich das auch. Ja. Aber das ist ein bisschen höherer Adliger. Ja? Ich hätte das jetzt gesteigert, aber gut. Es handelt sich um Stanislaus II., den König von Polen. Wow. Ihre Geschichte ist insofern glaubwürdig und authentisch, weil natürlich in seiner Regentschaft, die war zwischen 1762 und 1795, wurde natürlich an alle, oder fast alle, oder die meisten Verwandten oder europäischen Adelshäuser, wurden diese Porträts verschickt. Mhm, also das Porträt ist kein Unikat, sondern wurde damals ein paar Mal gemalt. Öfters gemalt und ich würde es datieren auf 1760 bis 1770. Kann man ziemlich genau datieren. Er ist 1732 geboren. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie alt er ist, dann dürfte, das so ungefähr passen. Es passt natürlich ferner auch, der ovale Rahmen passt zu der Zeit. Es passen die Kleidung, passt zu der Zeit. Es passt sein Orden dazu. Also es ist alles stimmig. Und was auch ganz typisch ist, für diese Barockbilder im 18. Jahrhundert hat man nicht signiert. Ja? Du hast eben gesagt, Unikat, es wurde ja mehrmals gemalt. Richtig, ja. So, aber die hatten ja noch keinen Fotokopierer oder Siebdruck oder sonst was. Das heißt, dann war doch trotzdem immer wieder ein Unikat, weil du kannst ja nicht zweimal identisch malen. Natürlich, insofern war es ein Unikat. Ja. Aber es wurde vervielfältigt als Motiv. Richtig. Wurde dann vom Bild abgemalt oder haben dann da 6, 7 Maler um ihn herum gesessen? Nein, vom Bild. Der musste eine Woche da sitzen bleiben. Bis alle Bilder fertig waren. Es wurde ein Bild angefertigt und da haben die anderen Maler dann das gemacht. Ja. Gut, wie ist denn die Wertvorstellung? Einen Preis zu nennen ist immer schwierig. Die Wunschwertvorstellung. Die Wunschwert ist nach oben natürlich offen, aber ich habe von meiner Mutter, es gehört ja meiner Mutter, schon eine Untergrenze mitbekommen. Was hat Mama denn gesagt? Ja, unter 3,5 gibt es nicht ab, mein Sohn. Ein sehr stolzer Preis. Und was sagt unser Experte? So sind die Mütter. Ja, das ist auch richtig so. Weißt du, die Mütter, da muss man auch drauf hören. Mein liebster Albert. Prost. Oh, du großer Allmächtiger. Ich meine,
da kann ich natürlich, muss ich natürlich passen, bei Weitem passen. Das ist absolut nicht realistisch. Dann sag mal deinen realistischen Preis. Der Zustand ist eigentlich relativ schlecht. Deswegen kann ich höchstens einen Preis sagen von 1.000 bis 1.200. Mhm. Puh, Albert, das ist natürlich recht wenig. Und ich sehe bei dir auch so ein bisschen Enttäuschung. Ja. Und ich denke mal, die Frau Mama wird auch total begeistert sein. Ne? Ja, sie wird sicherlich vielleicht auch ein bisschen aufgeweckt sein. Also die Illusionen werden sicherlich ein wenig nach unten sinken. Aber was machen wir beide jetzt? Ich habe ja die Verantwortung hier in der Hand, das Händlerkärtchen. Jetzt spielen wir einfach mal durch. Ich wäre ein Händler und würde sagen, Menschenskinder, ich will's haben. 1,5 maximal, mehr gebe ich nicht. Ja, ich würde sofort abgeben. Ich möchte. Das heißt, du übernimmst jetzt hier offiziell die Verantwortung. Wir kriegen nicht Ärger mit der Mama. Du nicht, höchstens ich. Aber ich übernehme die Verantwortung. Dann ist alles gut. Bitte schön, die Händlerkarte. Und guck mal, dass du den König aus Polen hier in Deutschland gut unterkriegst. Okay. Ich danke dir. Danke. Pass auf nicht, dass du den Kerl runterschmeißt. Dankeschön, vielen Dank. Albert, du warst super. Du darfst schon mal vorgehen, wir bringen das Bild gleich hinterher. Danke. Ich guck's mir noch mal kurz mit Albert an. Also mein Herz hängt an dem Bild nicht, wenn ich ehrlich bin. Und insofern, ich hoffe, dass meine Mutter eine schöne Kreuzfahrt machen kann, wenn ich es doch noch verkauft kriege. Und alles ist gut. Die nächsten Raritäten sind unterwegs zu Bares für Rares. Sandra Bourvillet aus Neuss ist mit einem ganz speziellen Auftrag hier. Sie soll alten Schmuck für einen Familienurlaub verkaufen. In der Regel war es so, dass die Schwiegermutter eigentlich immer das Collier zu Hochzeitstagen angezogen hat, wenn gefeiert wurde oder wenn es einfach nur ins Restaurant ging. Heute soll es verkauft werden. Die beiden sind einfach nur noch zu Hause. Es liegt leider Gottes nur noch im Tresor. Und zur Silberhochzeit der Schwiegereltern wollen wir alle davon in Urlaub fahren. So sehe ich die Frau Doktor am liebsten, ne? Mit der Lupe vertieft in schönem Schmuck. Ja. Mit wem habe ich denn jetzt die Ehre? Mein Name ist Sandra Bourvillet. Darf ich Sandra sagen? Na klar. Du darfst Papa sagen. Okay, na, gerne. Sandra, oh, ein Collier sogar? Ja. Das ist aber was Hübsches, wenn man... Oh, dein Armband passend dazu sogar. Das wäre doch was zum Heiraten. Nein, doch. Die Schwiegermama hat das mal geschenkt bekommen. Und, Ach so, du verkaufst ja den Auftrag. Ja, jetzt haben die nächstes Jahr Silberhochzeit. Und da haben sie uns eingeladen nach Kuba. Und das soll damit einfließen. Das heißt, das sind eure Tickets. So ein bisschen, sind die Flugtickets wahrscheinlich, genau. Was hat die Schwiegermama denn gesagt, wie viel Geld du mitbringen sollst? Ja, also mindestens 1.500 Euro. Mindestens 1.500 Euro. Das sind zwei Flugtickets hin zurück Business, oder? Ja, also weniger brauche ich, glaube ich, nicht mehr nach Hause kommen. Doch, du, Heide, erzähl uns etwas über diesen wunderbaren Schmuck. Weißgoldschmuck mit Brillanten besetzt. 585 ist die Legierung. Okay. Und es gibt sogar einen, ich würde sagen, fast Viertelkaräter hier in der Mitte des Armbandes. Ja. Also ein recht ordentlicher Stein. Er hat allerdings einige wolkige Einschlüsse. Diese Einschlüsse mindern tatsächlich das Reflexionsvermögen des Brillanten. Also die Einschlüsse liegen unter dem ganzen Stein, mit bloßem Auge sichtbar. Sind die Einschlüsse bereits ohne Zehnfachlupe zu erkennen? Bezeichnet man dies als Piqué. Es sind minderwertige Brillanten. Sie haben hier ein... Das ist... Juwelier mitgenommen. Bin ich mal gespannt, was der Kollege dazu sagt. Das ist großzügig angesetzt. Der Juwelier schätzte den Wert auf 3.800 D-Mark. Umgerechnet ca. 1.900 Euro. Und hier das Collier in der Mitte auch mit einem Einsatz von Brillanten bestückt. Hier haben wir eine Gesamtkaratzahl von 0,6 Karat. Und hier haben wir eine Gesamtkaratzahl von 0,85 schätzungsweise. Das ist hier nicht so eindeutig zu sagen. Immerhin sind die Steine gefasst. Also um es wirklich schön exakt gemacht zu sagen, müsste man sie ausfassen und dann auf eine Karatwaage legen. Okay. Liebe Heide, wie liegt denn und jetzt damit der Wert? Rechne ich und rechne ich. Hoffentlich kommt Expertin Heide zu einem versöhnlichen Ergebnis. Das Armband ist etwas schwerer und hat vor allen Dingen eine höhere Karatzahl an Steinen. Und diese sehr einen hohen Wert. Und den Wert stelle ich mir so vor, dass ich mindestens 1.500, damit ich mit meinen Lebensgefährten einen schönen Urlaub verbringen kann. Nun geht die Reise aber erst einmal an den Expertentisch von Albert Meyer. Da kriegt man ja direkt richtig gute Laune.
So soll toll das sein. Toll sieht das aus. So soll wirklich sein. Toll. Weißt du, wenn du hier reinguckst, jetzt habe ich vergessen, mich sogar vorzustellen. Guten Tag. Der Horst? Ich bin die Rosi. Rosi. Und der Frank. Rosi und Frank. Ihr seid aber ein bezauberndes Pärchen. Die willst du weghaben, weil du ihn hast. Ja, genau. Richtig so. Rosi, dann braucht man kein Porzellan mehr. Nein, oder Glas. Brauchen wir nichts. Sag mal, die sind aber auch außergewöhnlich toll präsentiert, weil mit diesen Schachteln hier, das kenne ich so nicht. Ist das also, dann was Besonderes? Ja, nein, so wurden diese Kostbarkeiten ausgeliefert. Und es ist sehr gut, dass sie diese Schachteln und das alles haben, weil das ist für den Wert und für den Wiederverkauf natürlich sehr wichtig. Und sie haben natürlich auch, und das ist das Schöne, sie haben hier die Originalverpackungen und das sind praktisch wie Expertisen. Ja? Dass man wirklich sagen kann, ist Swarovski ist aus dem Jahr wie hier jetzt, der Pierrot von 1999, hier ist 2001 und hier ist 2000. Und was das Schöne ist, man kann auch erkennen, Sie waren bestimmt Mitglied in diesem Club. Richtig, man muss Mitglied sein, um überhaupt diese Jahresfiguren zu bekommen. Nicht jeder kann die einfach kaufen. Ja, dieses SCS heißt Swarovski Crystal Society. Richtig. Jetzt würde ich gerne nur noch eins wissen, bevor wir zur schlussendlichen Expertise und dem Wert kommen. Wie wird so etwas gemacht? Ist das jetzt geblasenes Glas oder ist das, wie funktioniert das? Oder sind das Kristalle, die man irgendwo findet und sagt, ich schleife die jetzt so lange, bis sie aussehen wie ein Löwe? Nee, die Grundform, ja, die wird maschinell hergestellt. Ja? Ja. Und dann? Aus Glas. Aus Glas. Ja. Und die einzelnen Nuancen hier, die sind geschliffen, handgeschliffen. Handgeschliffen. Also da sitzen wirklich Künstler dran, die dann dieses... Ja. Alles klar, verstanden. Ja. Jetzt weiß ich endlich, was das ist. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wie viel, ich sag jetzt einfach mal, Euros wünscht ihr euch denn dafür? Also ich habe mir mindestens vorgestellt 1500. Mindestens 1500. Ja. So, bei Albert Qualm so ein kleines bisschen. Ja, also da komme ich gar nicht mit klar, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Die Rechenmaschine läuft. Ich meine, ich weiß, wie diese Sachen gehandelt werden. Auf Auktionen werden sie überhaupt nicht gehandelt. Auktionshäuser nehmen sowas gar nicht, weil es unter Neuware fällt. Sie können im Internethandel das vielleicht verkaufen. Da geht ein einzelnes Stück vielleicht ganz gut. Aber wenn Sie das jetzt als Konvolut sehen, dann muss man schon sehr realistisch sein. Die Großfiguren schätze ich ganz gut ein. Die Kleinen weniger gut, die Kleinen mit 30, 40 Euro. Die anderen vielleicht mit 100 Euro. Und ich komme nicht mehr wie 800 Euro. Hui. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre mehr. Ich hoffte auch auf mehr. Dann kommt jetzt meine Gewissensfrage. Weil ich habe natürlich hier das Kärtchen. Und das ist ja praktisch ein Einzelstück, davon mal ganz abgesehen. Ja. Gleichzeitig der Schlüssel, für nach oben zu den Händlern zu kommen. Ja. Die würde ich aber nur geben, wenn ich mir sicher bin, dass die Vorstellungen sich in etwa angleichen. Weil die Händler wissen ähnlich viel wie unsere Klar. Experten. Ja. Die werden natürlich auch nicht viel mehr bieten. Wobei wir hier schon Dinge erlebt haben, die kann man nicht schreiben. Das ist unfassbar. Okay. Was ist denn, wenn oben ein Händler sagt, fürs Gesamtkonvolut gebe ich nicht mehr wie 600 Euro? Ihr Wunschpreis wurde halbiert und die Händler sind unberechenbar. Schwere Entscheidung. Wir würden es dann... Gut, dann hoffe ich, dass ihr beiden wunderbar Dankeschön. Verhandelt oben. Vielen Dank. Nicht so lang. Dankeschön. Ihr seid ein Traumpärchen. Da Dankeschön. Vorne geht's lang. Wir stellen okay. alles nach oben dahin. Ja, super, danke. Ich bin froh, dass das Pärchen meine Expertise schlussendlich angenommen hat. Ich kann natürlich verstehen, dass der emotionale Wert, der an solchen Dingen hängt, sehr viel größer ist. Aber der realistische Wert ist leider nicht so hoch. Also wir sind zufrieden, was er gesagt hat. Und jetzt werden wir mal abwarten, was da oben kommt. Die Fährte zu Bares für Rares hat Waldemar Klein aufgenommen. Der passionierte Jäger möchte am liebsten eine Kiste voll mit Krügen hier lassen. Die Sachen haben für mich keine persönliche Bedeutung. Wir möchten sie verkaufen. Und ich weiß eigentlich nicht, was da der reelle Preis wäre. Ich gehe da ganz offen rein und schau mal, was rauskommt. Und sämtliche Antworten erhält man hier in der großen Expertenhalle. Waldemar, wie ich sehe, bist du wirklich Sammler. Ich habe nicht gesammelt, das haben die Schwiegereltern gesammelt. Die Schwiegereltern? Ja. Und wie sieht man das, wenn man nicht sammelt, wenn jemand sammelt? Sagt man dann nicht manchmal, die haben so kurze Fehlschaltung? Manchmal schon, ja. Ja, ne? Manchmal ist die Schaltung ganz komplett kaputt. Ich bin ja auch Jäger und Sammler. Du bist auch Jäger und Sammler? Ja. Also doch. Ich sammle aber Fleisch für die Kühltruhe. Fleisch für die Kühltruhe? Ja. Also du bist wirklich Jäger? Ja, Kochtopfjäger, ja. Was heißt Kochtopfjäger? Ich sammle Fleisch für die Kühltruhe und keine Trophäe für die Wand. Ach so, das heißt also, bei dir ist ganz klar,
das, was gejagt werden muss, muss auch gegessen werden. Und da gibt es so schöne Rezepte. Oh, meine Güte noch mal. Ja, das weiß ich. Aber Thema Rezepte, lass es mal hier drauf kommen. Ah, da kann man drehen. Kann man dran drehen, ja. Kanone ist beweglich und der Richtkreis auch. Der Richtkreis, sehr schön. So, hast du dich denn schon mal ein bisschen informiert, was das ist? Wurde ein bisschen erzählt dazu? Ja. Zum Beispiel bei diesen Krügen hier. Die habe ich bei Willroyenboch nachgefragt und die sagen, die wären von 1872. Ja. Die haben sich unten die Stempel angeguckt und konnten dann irgendwie nachvollziehen, von wann die gemacht wurden. Ah, so. Und dieser Krug, der Reservistenkrug? Er ist vom Vater meiner Schwiegermutter. Ja. Und er hatte Dienstzeit von 1909 bis 1911. Ja. Und der Rudolf Eberle hat den bekommen. Und die Namen der Gefreiten und Kanoniere stehen auch hinten hinter dem Griff nochmal einzeln aufgeführt. Genau. Ach, das ist toll. Das Wichtigste bei Reservistenkrügen. Also und somit sind wir bei Sven. Wir gehen jetzt erstmal auf den Reservistenkrug ein. Ja. Also, wir sehen es hier auch ganz schön. Das 5. Feldartillerieregiment, König Alfons der 13. Von Spanien. Hier unten haben wir dann Gefreiter Rudolf Eberle. Und dann ist immer sehr wichtig, dass man den Namen hier in der Liste auch tatsächlich wieder findet. Da steht er. Und da steht der Name. Hier oben haben wir halt das Artilleriegeschoss mit. Und er hat es gerade schon so schön erwähnt. Das ist quasi dieses Z steht für Doppelzünder. Mhm. Ne? Das ist dem Doppelzünder nachempfunden, der damit verschossen wurde. Er ist hundertprozentig original, also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist original, ja. Er ist schön. Sehr und authentisch. Schön. Unauthentisch. So. Stellen wir den schon mal hier hin, Waldemar. Bin schon mal stolz auf dich. So. Jetzt haben wir hier 7 Humpen von Willroyenboch. Und den großen Krug, den Schenkkrug, den Weinkrug. Die Bodenmarke, das hast du vorhin schon richtig gesagt, entspricht ungefähr der Zeit um 1880, 85 von Willroyenboch. Das ist Steingut. Die kleinen Humpen gehören auch passend mit dazu. Und dieses Steingut ist letztendlich der englischen Wedgwood-Keramik nachempfunden. Also von der Produktion, das ist gegossen. Ja. Und quasi, also man sieht hier dieses Blaue und das spricht für diese Jasperware, sagt man auch aus England, dieses sogenannte Wedgwood. Mhm. Zeit 1880, 1885. Gut, Waldemar, wie viel Geld möchtest du haben? Ich weiß es nicht. Ah, so eine Idee hast du. Oh, ich will schon mal sagen, 500 soll da schon mal rum. Das siehst du, und schon habe ich es rausgelockt. Siehst du, man muss nur richtig rangehen. Mal, ne? Man muss nicht so ein bisschen rauslocken. So, jetzt hören wir aber mal ganz klug zu. Authentischer Reservistenkrug, wie gesagt, um 1909, 1910 würde ich 250 Euro bewerten. Alles klar, hab ich im Kopf. Dann geht's hierzu. Ich würde für diesen Krug einen Preis ausrufen zwischen 150 und 180 Euro. Ja. Und für die einzelnen Humpen, da würde ich einen Preis sagen, so 30 Euro pro Stück. Dann haben wir jetzt hier 7 Stück. 210 Euro mit dem Krug zusammen, 180 Euro. Dann sind wir bei 390. 390 plus 250 sind 640. 640. Heute macht man das nicht Stopp. Mehr so. Knochenasche zum Glas? Zum Glas, genau. Damit das zum so Glas, milchig damit wird. Damit es trüb wird, ganz genau. Damit es milchig wird und vor allen Dingen porzellanähnlich aussieht. Man wollte ja auch Porzellan haben, aber man konnte sich das nicht leisten. Also ich finde das ganz Liebe Heide, dann lass uns doch noch mal zusammenfassen. Ja. Ich weiß, aber ich möchte die Vase auch mal sehen, so. Genau. Sie ist von 1850 möchte ich sie datieren. Aus Biedermeierzeit. Biedermeierzeit. Ja. Es ist Glas. Es ist Milchglas oder Beinglas. Ja. Es ist handgemalt mit Sepiafarbe. Ja, genau. Jetzt müssten wir beide, die Tina und ich, nur noch wissen, für ihr Studium, was ist sie tatsächlich wert? Ich würde hier diese Vase auf 150 Euro taxieren. Das freut mich doch. Tina, gut, dass Mama so verwahrt hat. Ja. Das Händlerkärtchen für dich. Dankeschön. Und dass du mit diesen bezaubernden Augen oben einfach mal die rosa Nelke ansprichst. Genau, ne? Das mache ich. Und auf das du mehr kriegst als 150 Euro. Schauen wir mal, ich gebe mein Bestes. Tschüss, Tina. Die Dame hat sich gefreut, dass ich fast den doppelten Preis genannt habe. Ich war aber auch begeistert von der Vase, weil es wirklich eine schöne Malerei war. Sie war toll ausgeführt und zeugte wirklich von einer künstlerischen Handschrift. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass die Expertin meinte, dass die Vase bis zu 150 Euro bringen könnte. Und das probiere ich jetzt auch umzusetzen. Ja, ich gehe jetzt gleich zu den Händlern rein und dann mal schauen, was die mir anbieten. Wer es kaufen wird, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar für alle interessant sein könnte, weil die haben ja auch Läden und so als Eyecatcher oder so könnten die das ja vielleicht auch verwenden. Ganz einfach. Man muss unseren Händlern die Raritäten nur schmackhaft machen. Dann hoffen wir mal, dass sie keinen Igel in der Tasche haben. Ja, guten Tag. Ja, grüß Gott. Ein Igel. Ein Igel. Ein Igel.
Ja, warum nicht? Den können wir aufziehen. Genau, ein Aufziehigel ist das, ja, richtig. Also wir hatten in der Familie vermutet, es ist ein Mackie, aber der Fachmann dort unten sagte, das ist eigentlich noch was Rareres. Mhm. Ein was? Also es ist noch rarer, weil es ist also über 60 ist Jahre alt. Die hatten in den 50er Jahren schon einen City-Roller, unglaublich. Das ist der Vorläufer. Ja. Also ich glaube, Fabian, wunderbar. Das ist doch mal was für dich, oder? Das sieht aber auch gruselig aus. PW. Pautitsch, Wolfgang. Für dich? PE. Paul Weiß. Paul Weiß. Aber der sieht ja auch so aus wie dich. Ja, jetzt komm her zu mir. Hopp, hopp. Stopp. Ich biete Ihnen 50 Euro für den fahrbaren Ehe. Dafür würde ich ihn noch nicht hergeben wollen. Der Zustand ist wirklich wundervoll, muss man sagen. Hier bis 60. Da muss ein bisschen was, also ein bisschen mehr auch dazukommen. Dann mache ich 70 Euro. Denk, jetzt kommen wir schon näher. Der gefällt mir. Der ist schön. Ich mache 80. Sie haben ja auch alle eigene Läden. Wäre vielleicht was auch als Eyecatcher oder so im Laden. Als was? Kann man doch ein Thema drumherum bauen. Um den Igel? Ja. Ein Thema. Es ist auf alle Fälle schön. Er ist schön alt. Und ich zeige ein Herz und gebe Ihnen 100 Euro. Aber hallo. Und dafür? Sag ich nur. Jetzt haben wir fast am Ende. Ja, da sind wir und dann am bin Ende. Ich raus. Vorher zu mir. Und Sie kommen und gingen her zu mir. Das machen wir. Dann kriegen Sie einen 100er und dann haben wir Werte. Der war noch. Ich bin zufrieden. Und Sie sind glücklich. Bitte sehr, mein Herr. Ich bedanke mich. Hey, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Adieu. Adieu. Ist doch ein netter Bursch. Der ist wirklich nett. Na schon. Der fährt wenigstens. Wenn der Ludwig was haben will, dann haut er gleich so eine Summe raus, wo wir alle zu Salzsäure erstarren. Unglaublich. Ich habe 100 Euro bekommen. Und ich denke mal, der Händler, der es gekauft hat, der hatte da auch wohl Lust auf den Igel. Und hat wohl ein gutes Zuhause bekommen. Hoffe ich. Ich bin gerade ein bisschen nervös, bevor es in die Höhle des Löwen geht. Ich hoffe, die Händler sind gut gelaunt. Und ich hoffe natürlich auch, die 150 Euro zu bekommen. Ausnahmsweise heißt es jetzt für Tina, probieren geht über studieren. Wir drücken die Daumen. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bringe Ihnen eine Vase. Eine Vase. Bitte schön. Sehr schön. Eine alte Glasvase. Mhm. Milchglas. Abriss. Ja, bestimmt. 100 Jahre. Ja. Sehr schöner Zustand. Wie alt ist das Ding denn? Ja, so 1850. Ja. 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 18. Hast du da keine 50 Jahre drauf gehauen? Nee. Nee. Ja, okay. Schauen wir mal. Ja. Das ist eine sehr schöne Vase. Ist Milchglas. Die ist früher, die ist um 1840, 1850 Mund geblasen. Mhm. Da sagen Sie was Wahres. Danke. Und da ich mich nicht blamieren möchte, werde ich dem Luki zustimmen. Ja. Weil er hat nämlich Ahnung. Wo haben Sie die her? Die ist aus Familienbesitz. Die wurde immer weiter vererbt an die älteste Tochter. Aha. Und du verhökerst die? Ja. Ich brauch Geld. Oh mal. Das ist so ein bisschen opalisierend. Das Glas ist halt gut. Ich bin zwar kein Glassammler, aber ich fange mal mit 80 Euro an. Dann ist das Ding auf jeden Fall wert. Ein Anfang. Was sagen die anderen? Also die Vase ist wirklich schön. Ich sag 90 Euro. Ich sag 100. Ja, Sie dürfen gerne noch mehr sagen. Gefällt Ihnen das? 110. Gell? 110, sagt er. Susanne, sagst du auch was? Für die Vase? 120. Was hast du geboten? 120. Wie willst du damit eine Vase? Du hast Schmuckvitrine. 130. So schlecht läuft das ja nicht für dich. Ich
bin schon 30 Euro drüber, wie ich überhaupt bezahlen wollte dafür. Mir gefällt sie auch sehr gut. Ja, schön. Opalisierend. Ich finde nicht schon im Rahmen bei 130. Ja. Bist du einverstanden mit 130? Wie sieht's bei den anderen aus? Hm? Nicht mehr dabei bei dem Betrag. Vielleicht nach Bayern? Raus. Ja? Ich bin raus. Ist auch raus. Ach, ja, schon. So. Pass auf. 100. 120. 130. Und weil du richtig nett bist, 135 Studienfirmen freiwillig dabei. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. 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 Bitte schön. Die Bewertung von der Expertin waren ja auch 150 Euro. Und ich denke, damit fahre ich schon ganz gut an. Viel zu tragen haben Roswitha van den Berg und Frank Fischer. Mit Roswithas alter Swarovski-Sammlung wollen sie heute einen guten Deal machen. Die Stücke, die sie hat, sind natürlich auch da ganz was Besonderes, da es halt diese Jahresendfiguren sind, die halt nur immer in diesem einen Jahr verkauft wurden und daher natürlich einen entsprechenden Seltenheitswert auch noch haben. Für mich haben sie... Er ist nicht nur schnell mit der Zunge und mit dem Rechnen, das klappt, man kann sich drauf verlassen. Ich würde mal sagen, jetzt liegt es in deinen Händen, was du da oben draus machst. Okay, du darfst schon mal losgehen. Danke. Waldemar, es war mir ein Vergnügen. Viel Erfolg, Waldemar. Danke. Die Expertise hat ungefähr das gebracht, was ich mir vorstelle. Jetzt will ich mal sehen, ob die Herrschaften oben das Gleiche meinen oder ob sie etwas mehr meinen. Wir wollen natürlich gucken, das Urteil war natürlich recht niedrig, was eben gefallen ist. Und wollen natürlich jetzt schauen, dass jetzt deutlich mehr rauskommt. Genau. Ob das Geld bei unseren 5 Händlern heute locker sitzt, werden Roswitha und Frank in wenigen Momenten erfahren. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Van den Berg und ich habe die wunderschönen Kristalle mitgebracht. Das sind sie. Also schön sind sie auf jeden Fall. Die sind wunderschön. Freut mich, dass sie Ihnen schon mal gefallen. Und auch nicht defekt. Das Problem ist, die Teile waren tierisch teuer. Ja. Richtig. Das ist es. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz aus der Mode ist. Aber du kriegst einen Bruchteil nur noch heute für das, was sie mal gekostet haben. Ja. Und dann ist es für uns schwer, einen vernünftigen Dialog hinzukriegen, dass beide damit leben können. Also für mich interessant sind zum Beispiel diese Figuren, weil das sind Jahresfiguren von 1999, 2000, 2001. Die konnte man nicht so einfach kaufen, da musste man in diesen Sammlerkreisen dabei sein. Die kann man verkaufen. Es ist halt definitiv nur Glas. Das ist aber fang mal an. Euro, wie viel? 100. 50. Für alles? Für alles. Nein. Fangen wir mal an. Roswitha und Frank verschlägt es bei derartigen Geboten direkt die Sprache. Fabian, ist das was für dich? Absolut nicht. Ja, vielleicht wird's was für dich in Zukunft. Nein? Nee. Ich bin zwar nicht so begeistert, Ludwig. Aber 400 wären wir das jetzt schon wert. Ne? Ich sag 450. Komm, der Schmuckladen sieht aus. Sind wir noch nicht in der Nähe, oder? Mit 450, muss ich sagen. Ja, sind wir noch nicht. Prägeln noch drauf, oder wie? So noch ein bisschen drauf. Noch ein bisschen. Ja, da krieg ich ja noch nicht mal einen Flug. Also, ich gebe Ihnen 500 Euro und dann sind Sie es los und können eine kleine Reise machen. Nur ein klein bisschen mehr? Ganz klein? Wirklich ja, nicht bei mir. Das ist wirklich gut. Nein. Vielleicht beim Ludwig noch? Sagst du mehr? Na. Walter? Sollen wir 500? Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir 500. Ist okay. Ist Deal. Gut. Kommen Sie bitte zu mir. Madame, für Sie. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, Ihnen wünsche ich viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. Wiedersehen. Das waren jetzt einmal zwei richtig Verliebte. Die mingen sie alle zwei. Handel rein, Handel raus. Ich habe jetzt im Schnitt 30 bis 40 Euro pro Figur ausgegeben. Das Besondere sind diese Trilogie-Figuren von 1999, 2000 und 2001. Die haben mal 600 Mark pro Stück gekostet. Heute im Verkauf bringen sie immer, schätze ich mal, 100. Und deswegen habe ich hier zugeschlagen. Wir wollten eigentlich nach Rom,
Aber jetzt haben wir uns überlegt, fahren wir nach Norderney und das ist auch schön. Genau. Ich werde hochgehen zu den Händlern und werde mal sehen, ob ich etwas mehr rausholen kann, wie die Experten gemeint haben. Es handelt sich immerhin um Originale, keine Nachbauten und in einem sehr guten Zustand. Auf geht's. Die Expertise ist nur ein Richtwert. Jetzt zählt ausschließlich das Interesse unserer Händler. Schönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Grüß Gott. Schöne Originalteile. Ja, und ein Originalkrug von dem Vater meiner Schwiegermutter. Ja. Teile sind im sehr guten Zustand, die wurden auch sehr gut gepflegt, nie benutzt. Sieht man. Und von dem Rudolf Eberle, dem der Reservistenkrug gehört, sind auch Bilder dabei. Der Stammbaum liegt auch noch bei. Der Rudolf Eberle ist da namentlich genannt mit Geburtsdaten und allem, was dazugehört. Sehr schön. Das gefällt mir nicht so, aber der ist schön hier. Also ich heb schon mal für den Reservistenkrug. So hoch werden sie ja jetzt auch wieder nicht gehandelt. 90 Euro. Also ich biete Ihnen zuerst einmal für die Bilder und für den Reservistenkrug zusammen 200 Euro. Als erstes Gebot. Tun wir mal das. Gib mir mal das. Hast du noch gar nicht gesehen da. Alles in Walter Riebe und den Krug auch. Ja. Ludwig, was machen wir denn mit denen hier? Na gut, ich gebe dir das. Set gebe ich auch 200. Für die Kleinen. Und den Großen. Und den Großen. Und Freilich. Die haben auch so gefallen. Glaub mir's nicht erstmal kaum. Du kriegst nichts mehr dafür. Die sind zwar alt. Die sind richtig alt. Die sind aus der Zeit. Aber die kauft kein Mensch mehr. Kriege es im Moment. Aber auch im Top-Zustand, ne? Ja, da ist nichts kaputt. Ja, da ist nichts verschlissen. Ja, doch. Sie haben schon ein paar Chips. Also oh, das will ich gar nicht sehen. Ja, schau mal hier. Hier bei dem Auto. Oh, das ist, hier unten. Das ist schon enorm im Macki da. Der auch. Aramacki. Yes. Oh, aber ich bleib trotzdem bei meinen 200. Da ist 200 Euro für das wirklich gut bezahlt, weil jetzt ohne Quatsch, die Krüge, die gehen im Moment gar nicht. Außer halt Militärkrüge, das ist was anderes. Wo waren wir bei dem Reservistenkrug? 200 habe ich gesagt. Boah, Wolfgang, 200 ist schon, das ist schon ausgereizt. Du sagst nichts mehr? Ja gut, dann mache ich alles zusammen 200 und 220, 420 alles zusammen. Dann habe ich 20 Euro mehr gemacht. Außerdem der Wolfgang. Nein. Aber dann haben Sie alle los, müssen Sie. Vergessen Sie das nicht. Das wäre richtig, aber 500 wäre schön. Ja gut, das wäre schön. Ja, schön, ja. Das kostet mir 80er mehr, das kann ich alle machen. Geh her und hol dir die 420. 420, das ist schon total in der Nähe. Gibt Waldemar nach? Jetzt kommst du her zu mir und kassierst die 420. Dann bist du zufrieden und ich bin auch zufrieden. Dann machen wir 450. Ah, nein, ich will nicht machen. Die Mitte ist schon gut bezahlt. Ehrlich nicht. Bei uns zahlt jeder Pfennig. Bei mir auch. Ich bin ja billig, ich gebe das Ganze wieder her um 500 Euro. Da habe ich 80 Euro verdient. Kann Ludwig Waldemar mit dieser Rechnung überzeugen? Also gut. Das ist schon fair. Also, dann machen wir das Geschäft. 200, 300, 400, 420. Halt. Super. Da bedanke ich mich. Danke auch. Ich bin sehr zufrieden. So. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Es hat nicht ganz das gebracht, was der Experte gemeint hat, aber ich bin zufrieden mit dem, wie es ausgegangen ist. Jetzt werde ich heimfahren und da werden wir gemütlich zu Abend essen. In gar uneigennütziger Mission ist Guido Pistel unterwegs. Er will ein sehr altes Gemälde für einen von ihm sehr geliebten Menschen verkaufen. Ich verkaufe das Bild im Auftrag meiner Mutter, das seit vielen Jahren im Familienbesitz ist und die Fan von Herrn Lichter ist und von der Sendung Bares für Rares. Und ja, eigentlich deswegen, weil meine Mutter als Rentnerin noch mal eine Kreuzfahrt machen möchte. Ob dieser Traum in Erfüllung gehen kann, erfährt Guido am Tisch von Albert Meyer. Guten Tag. Hallo. Ich hab schon was gesehen. Nein, Albert, komm her, das kommt gar nicht erst oben drauf. Das stellen wir hier hin. Sehr schön.
Du machst es fest, das ist Verantwortung. Sie waren bestimmt Mitglied in diesem Club. Richtig, man muss Mitglied sein, um überhaupt diese Jahresfiguren zu bekommen. Nicht jeder kann die einfach kaufen. Ja, dieses SCS heißt Swarovski Crystal Society. Richtig. Jetzt würde ich gerne nur noch eins wissen, bevor wir zur schlussendlichen Expertise und dem Wert kommen. Wie wird so etwas gemacht? Ist das jetzt geblasenes Glas oder ist das, wie funktioniert das? Oder sind das Kristalle, die man irgendwo findet und sagt, ich schleife die jetzt so lange, bis sie aussehen wie ein Löwe? Nee, die Grundform, ja, die wird maschinell hergestellt. Ja? Ja. Und dann? Aus Glas. Aus Glas. Ja. Und die einzelnen Nuancen hier, die sind geschliffen, handgeschliffen. Handgeschliffen. Also da sitzen wirklich Künstler dran, die dann diese... Ja. Alles klar, verstanden. Ja. Jetzt weiß ich endlich, was das ist. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wie viel, ja, ich sag jetzt einfach mal, Euros wünscht ihr euch denn dafür? Also ich habe mir mindestens vorgestellt 1500. Mindestens 1500. Ja. So, bei Albert Qualms so ein kleines bisschen. Ja, also da komme ich gar nicht mit klar, muss ich Ihnen ganz, die Rechenmaschine ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich weiß, wie diese Sachen gehandelt werden. Auf Auktionen werden sie überhaupt nicht gehandelt. Auktionshäuser nehmen sowas gar nichts, weil es unter Neuware fällt. Sie können im Internethandel das vielleicht verkaufen. Da geht ein einzelnes Stück vielleicht ganz gut. Aber wenn Sie das jetzt als Konvolut sehen, dann muss man schon sehr realistisch sein. Die Großfiguren schätze ich ganz gut ein. Die Kleinen weniger gut, die Kleinen mit 30, 40 Euro. Die anderen vielleicht mit 100 Euro. Und ich komme nicht auf nicht mehr wie 800 Euro. Ui. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre mehr. Nicht. Ich hoffte auch auf mehr. Dann kommt jetzt meine Gewissensfrage. Weil ich habe natürlich hier das Kärtchen. Und das ist ja praktisch ein Einzelstück, davon mal ganz abgesehen. Ja. Gleichzeitig der Schlüssel, für nach oben zu den Händlern zu kommen. Ja. Die würde ich aber nur geben, wenn ich mir sicher bin, dass die Vorstellungen sich in etwa angleichen. Weil die Händler wissen ähnlich viel wie unsere Experten. Ja. Die werden natürlich auch nicht viel mehr bieten. Wobei wir hier schon Dinge erlebt haben, die kann man nicht schreiben. Das ist unfassbar. Okay. Was ist denn, wenn oben ein Händler sagt, fürs Gesamtkonvolut gebe ich nicht mehr wie 600 Euro? Ihr Wunschpreis wurde halbiert und die Händler sind unberechenbar. Schwere Entscheidung. Wir würden es dann... Gut, dann hoffe ich, dass ihr beiden wunderbar Dankeschön. Verhandelt oben. Vielen Dank. Nicht so lang. Dankeschön. Ihr seid ein Traumpärchen. Da Dankeschön. Vorne geht's lang. Wir stellen alles nach oben dahin. Ja, super, danke. Ich bin froh, dass das Pärchen meine Expertise schlussendlich angenommen hat. Ich kann natürlich verstehen, dass der emotionale Wert, der an solchen Dingen hängt, sehr viel größer ist. Aber der realistische Wert ist leider nicht so hoch. Also wir sind zufrieden, was er gesagt hat. Und jetzt werden wir mal abwarten, was da oben kommt. Die Fährte zu Bares für Rares hat Waldemar Klein aufgenommen. Der passionierte Jäger möchte am liebsten eine Kiste voll mit Krügen hier lassen. Die Sachen haben für mich keine persönliche Bedeutung. Wir möchten sie verkaufen. Und ich weiß eigentlich nicht, was da der reelle Preis wäre. Ich gehe da ganz offen rein und schaue mal, was rauskommt. Und sämtliche Antworten erhält man hier in der großen Expertenhalle. Waldemar, wie ich sehe, bist du wirklich Sammler? Ich habe nicht gesammelt, das haben die Schwiegereltern gesammelt. Die Schwiegereltern? Ja. Und wie sieht man das, wenn man nicht sammelt, wenn jemand sammelt? Sagt man dann nicht manchmal, die haben so kurze Fehlschaltung? Manchmal schon, ja. Ja, ne? Manchmal ist die Schaltung ganz komplett kaputt. Ich bin ja auch Jäger und Sammler. Du bist auch Jäger und Sammler? Ja. Also doch. Ich sammle aber Fleisch für die Kühltruhe. Fleisch für die Kühltruhe? Ja. Also du bist wirklich Jäger? Ja, Kochtopfjäger, ja. Was heißt Kochtopf hier? Sammle Fleisch für die Kühltruhe und keine Trophäe für die Wand. Ach so, das heißt also, bei dir ist ganz klar, das, was gejagt werden muss, muss auch gegessen werden. Yes. Und da gibt es so schöne Rezepte. Oh, meine Güte noch mal. Ja, das weiß ich. Aber Thema Rezepte, lass es mal hier drauf kommen. Ah, da kann man drehen. Da kann man dann drehen, ja. Kanone ist beweglich und der Richtkreis auch. Der Richtkreis, sehr schön. So, hast du dich denn schon mal ein bisschen informiert, was das ist? Wurde ein bisschen erzählt dazu? Ja. Zum Beispiel bei diesen Krügen, die... habe ich bei Willroy in Boch nachgefragt und die sagen, die wären von 1872. Ja. Die haben sich unten die Stempel angeguckt und konnten dann irgendwie nachvollziehen, von wann die gemacht wurden. Ah, so. Und dieser Krug, der Reservistenkrug? Er ist vom Vater meiner Schwiegermutter. Ja. Und er hatte Dienstzeit von 1909 bis 1911. Ja. Und der Rudolf Eberle hat den bekommen. Und die Namen der Gefreiten und Kanoniere stehen auch hinten hinter dem Griff noch mal einzeln aufgeführt. Genau. Ach, das ist das Wichtigste bei Reservistenkrügen. Also und somit sind wir bei Sven. Wir gehen jetzt erstmal auf den Reservistenkrug ein. Ja.
Also, wir sehen es hier auch ganz schön. Das 5. Feldartillerieregiment, König Alfons der 13. Von Spanien. Hier unten haben wir dann Gefreiter Rudolf Eberle. Und dann ist immer sehr wichtig, dass man den Namen hier in der Liste auch tatsächlich wieder findet. Da steht er. Und da steht der Name. Hier oben haben wir halt das Artilleriegeschoss mit. Und er hat es gerade schon so schön erwähnt. Das ist quasi dieses Z steht für Doppelzünder. Mhm. Das ist dem Doppelzünder nachempfunden, der damit verschossen wurde. Er ist hundertprozentig original, also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist original, ja. Er ist schön. Sehr und authentisch. Schön. Unauthentisch. So. Stellen wir den schon mal hier hin, Waldemar. Bin schon mal stolz auf dich. So. Jetzt haben wir hier 7 Humpen von Villeroy & Boch. Und den großen Krug, den Schenkkrug, den Weinkrug. Mhm. Die Bodenmarke, das hast du vorhin schon richtig gesagt, entspricht ungefähr der Zeit um 1880, 85 von Villeroy & Boch. Das ist Steingut. Die kleinen Humpen gehören auch passend mit dazu. Und dieses Steingut ist letztendlich der englischen Wedgwood-Keramik nachempfunden. Also von der Produktion. Das ist gegossen. Ja. Und quasi, also man sieht hier dieses Blaue und das spricht für diese Jasperware, sagt man auch aus England. Mhm. Dieses sogenannte Wedgwood. Mhm. Zeit 1880, 1885. Gut. Waldemar, wie viel Geld möchtest du haben? Ich weiß es nicht. Ah, so eine Idee hast du. Also ich würde schon mal sagen, 500 soll da schon mal rum. Das siehst du, und schon habe ich es rausgelockt. Siehst du, man muss nur richtig so, rangehen. Mal, ne? Mal auspacken, ne? Ja, man muss dich so ein bisschen rauslocken. So, jetzt hören wir aber mal ganz klug zu. Authentischer Reservistenkrug, wie gesagt, um 1909, 1910 würde ich 250 Euro bewerten. Alles klar, hab ich im Kopf. Dann geht's hierzu. Ich würde für diesen Krug einen Preis ausrufen zwischen 150 und 180 Euro. Ja. Und für die einzelnen Humpen, da würde ich einen Preis sagen, so 30 Euro pro Stück. Dann haben wir jetzt hier 7 Stück. 210 Euro mit dem Krug zusammen, 180 Euro. Dann sind wir bei 390. 390 plus 250 sind 640. 640, er ist nicht nur schnell mit der Zunge und mit dem Rechnen. Das klappt, man kann sich drauf verlassen. Ich würde mal sagen, jetzt liegt es in deinen Händen, was du da oben draus machst. Okay, du darfst schon mal losgehen. Danke. Waldemar, es war mir ein Vergnügen. Viel Erfolg, Waldemar. Danke. Die Expertise hat ungefähr das gebracht, was ich mir vorstelle. Jetzt will ich mal sehen, ob die Herrschaften oben das Gleiche meinen oder ob sie etwas mehr meinen. Wir wollen natürlich gucken, das Urteil war natürlich recht niedrig, was eben gefallen ist. Und wollen natürlich jetzt schauen, dass jetzt deutlich mehr rauskommt. Genau. Ob das Geld bei unseren 5 Händlern heute locker sitzt, werden Roswitha und Frank in wenigen Momenten erfahren. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Vandenberg und ich habe die wunderschönen Kristalle mitgebracht. Das sind sie. Also schön sind sie auf jeden Fall. Die sind wunderschön. Freut mich, dass sie Ihnen schon mal gefallen. Und auch nicht defekt. Das Problem ist, die Teile waren tierisch teuer. Ja. Richtig. Das ist es. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz aus der Mode ist. Aber du kriegst einen Bruchteil nur noch heute für das, was sie mal gekostet haben. Ja. Und dann ist es für uns schwer, einen vernünftigen Dialog hinzukriegen, dass beide damit leben können. Also für mich interessant sind zum Beispiel diese Figuren, weil das sind Jahresfiguren von 1999, 2000, 2001. Die konnte man nicht so einfach kaufen, da musste man in diesen Sammlerkreisen dabei sein. Die kann man verkaufen. Es ist halt definitiv nur Glas. Das ist aber fang mal an. Euro, wie viel? 100. 50. Für alles? Für alles. Nein. Fangen wir mal an. Roswitha und Frank verschlägt es bei derartigen Geboten direkt die Sprache. Fabian, ist das was für dich? Absolut nicht. Ja, vielleicht wird's was für dich in Zukunft. Nein? Nee. Ich bin zwar nicht so begeistert, Ludwig. Aber 400 wären mir das jetzt schon wert. Ne? Ich sag 450. Komm, im Schmuckladen sind wir noch nicht in der Nähe, oder? Mit 450, muss ich sagen. Ja, sind wir noch nicht. Prägeln noch drauf, oder wie? So, so ein bisschen drauf. Ein bisschen. Ja, da kriege ich ja noch nicht mal einen Flug. Also, ich gebe Ihnen 500 Euro und dann sind Sie es los und können eine kleine Reise machen. Nur ein klein bisschen mehr? Ganz klein? Wirklich nicht bei mir. Das ist wirklich gut. Nein. Vielleicht beim Ludwig noch? Sagst du mehr? Nein. Walter? Sollen wir 500? Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir 500. Ist okay. Ist Deal. Gut. Kommen Sie bitte zu mir. Madame, für Sie. Viel Spaß.
Dankeschön. Ja, Ihnen wünsche ich viel Spaß. Ja, danke schön. Wiedersehen. Das waren jetzt einmal zwei richtig Verliebte. Die mingen sich noch alle zwei. Handel rein, Handel raus. Ich habe jetzt im Schnitt 30 bis 40 Euro pro Figur ausgegeben. Das Besondere sind diese Trilogie-Figuren von 1999, 2000 und 2001. Die haben mal 600 Mark pro Stück gekostet. Heute im Verkauf bringen sie immer, schätze ich mal, 100. Und deswegen habe ich hier zugeschlagen. Wir wollten eigentlich nach Rom. Aber jetzt haben wir uns überlegt, fahren wir nach Norderney. Und das ist auch schön. Genau. Ich werde hochgehen zu den Händlern und werde mal sehen, ob ich etwas mehr rausholen kann, wie die Experten gemeint haben. Es handelt sich immerhin um Originale, keine Nachbauten und in einem sehr guten Zustand. Auf geht's. Die Expertise ist nur ein Richtwert. Jetzt zählt ausschließlich das Interesse unserer Händler. Schönen guten Tag. Hallo, grüß Hallo. Gott. Schöne Originalteile. Ja, und ein Originalkrug von dem Vater meiner Schwiegermutter. Ja. Die Teile sind im sehr guten Zustand, die wurden auch sehr gut gepflegt, nie benutzt. Sieht man. Und von dem Rudolf Eberle, dem der Reservistenkrug gehört, sind auch Bilder dabei. Der Stammbaum liegt auch noch bei. Der Rudolf Eberle ist da namentlich genannt mit Geburtsdaten und allem, was dazugehört. Der ist schön. Das gefällt mir nicht so, aber der ist schön hier. Also ich heb schon mal für den Reservistenkrug. So hoch werden sie ja jetzt auch wieder nicht gehandelt. 90 Euro. Also ich biete Ihnen zuerst einmal für die Bilder und für den Reservistenkrug zusammen 200 Euro. Als erstes Gebot. Tun wir mal das. Ich hab's ja noch gar nicht gesehen. Da. Alles in Walter Riebe und den Krug auch. Ja. Ludwig, was machen wir denn mit denen hier? Na gut, ich gebe dir das Set. Gebe ich auch 200. Für die Kleinen. Und den Großen. Und den Großen. Na, freilich. Die haben auch so gefallen. Glaub mir's nicht erst mal kaum. Du kriegst nichts mehr dafür. Die sind zwar alt. Die sind richtig alt, die sind aus der Zeit. Aber die kauft kein Mensch mehr. Kriege ist im Moment. Kriege ist. Sind aber auch im Top-Zustand, ne? Ja, da ist nichts kaputt, ja. Da ist nichts verschlissen. Na, doch. Sie haben schon ein paar Chips. Also oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, schau mal hier. Hier bei dem Auto. Oh, das ist, hier unten. Das ist schon enorm im Macke da. Der auch. Aramacke. Yes. Oh, aber ich bleib trotzdem bei meinen 200. Da ist 200 Euro für das wirklich gut bezahlt, weil jetzt ohne Quatsch, die Krüge, die gehen im Moment gar nicht. Außer halt Militärkrüge, das ist was anderes. Wo waren wir bei dem Reservistenkrug? 200 habe ich gesagt. Boah, Wolfgang. 200 ist schon, das ist schon ausgereizt. Du sagst nichts mehr? Ja gut, dann mache ich alles zusammen 200 und 220, 420 alles zusammen. Dann habe ich 20 Euro mehr gemacht. Außerdem der Wolfgang. Nein. Aber dann haben Sie alle los, Monsieur. Vergessen Sie das nicht. Das wäre richtig, aber 500 wäre schön. Na gut, das wäre schön. Ja, schön, ja. Das kostet mir 80er mehr, das kann ich alle machen. Geh her und hol dir die 420. 420 das ist ja schon total in der Nähe. Gibt Waldemar nach? Jetzt kommt er zu mir und kassierst die 420. Dann bist du zufrieden und ich bin auch zufrieden. Ja, dann machen wir 450. Ah, nein, kann ich nicht machen. Ja, das ist schon gut bezahlt. Ehrlich nicht. Bei uns zahlt jeder Pfennig. Bei mir ich, auch. Ich bin ja billig, ich gebe das Ganze wieder her um 500 Euro. Dann habe ich 80 Euro verdient. Kann Ludwig Waldemar mit dieser Rechnung überzeugen? Also gut, das ist schon fair. Naja, so. Dann machen wir das Geschäft. 200, 300, 400, 420. Super. Da bedanke ich mich. Danke auch. Ich bin sehr zufrieden. So. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Es hat nicht ganz das gebracht, was der Experte gemeint hat, aber ich bin zufrieden mit dem, wie es ausgegangen ist. Jetzt werde ich heimfahren und da werden wir gemütlich zu Abend essen. In gar uneigennütziger Mission ist Guido Pistel unterwegs. Er will ein sehr altes Gemälde für einen von ihm sehr geliebten Menschen verkaufen.
Ich verkaufe das Bild im Auftrag meiner Mutter, das seit vielen Jahren im Familienbesitz ist und die Fan von Herrn Lichter ist und von der Sendung Bares für Rares. Und ja, eigentlich deswegen, weil meine Mutter als Rentnerin noch mal eine Kreuzfahrt machen möchte. Ob dieser Traum in Erfüllung gehen kann, erfährt Guido am Tisch von Albert Meyer. Guten Tag. Hallo. Ich hab schon was gesehen. Nein, Albert, komm her, das kommt gar nicht erst oben drauf. Das stellen wir hier hin. Sehr schön. Du machst es fest, dann ist Verantwortung da. Wie heißen Sie? Guido Pistel, hallo. Guido Pistel? Ja. Das ist ein interessanter Name. Albert Meyer, Horst Lichter. So, jetzt aber mal, Herr Pistel, wo kommt denn dieses interessante Bild her? Ich meine, es müsste ein bisschen überarbeitet werden. Ich finde, es ist was alt. Ja, soll aus dem Jahr 1645 sein. Und das hat meinem Großvater gehört und der hat es vom Grafen Landsberg im Ersten Weltkrieg geschenkt bekommen, also seit 100 Jahren etwa im Familienbesitz. Von 1645? Ja, meine Mutter hat nach dem Tod meiner Großeltern Anfang der 90er Jahre eine Expertise machen lassen von einem Antiquitätenhändler und der hat es auf 1645 datiert. Mein Gott, aber möchtest du näher rantreten, um das zu sehen? Du bist wie festgewurzelt, so habe ich ja nie gesehen. Nein, ich bin mit der 1645 bin ich total erschrocken. Der Antiquitätenhändler hat da nicht viel Ahnung gehabt, aber ich schaue mir das jetzt genau an. Guck's dir bitte an. Mit bloßem Auge konnte Albert Meyer schon den Antiquitätenhändler widerlegen. Was wird er wohl bei genauerem Hinschauen noch alles feststellen? So, und Albert, weißt du vielleicht, wer da drauf ist schon? Ja. Ach. Also ich fange mal ganz von vorne an. Es ist ein wunderschönes, ovales, adligen Bild. Datiert. Bis hierhin, Entschuldigung, Albert, ja. Wusste ich das auch. Ja. Aber das ist ein bisschen höherer Adliger. Ja. Ich hätte das jetzt gesteigert, aber gut. Es handelt sich um Stanislaus II., den König von Polen. Wow. Ihre Geschichte ist insofern glaubwürdig und authentisch, weil natürlich in seiner Regentschaft, die war zwischen 1762 und 1795, wurde natürlich an alle, oder fast alle, oder die meisten Verwandten oder europäischen Adelshäuser, wurden diese Porträts verschickt. Mhm, also das Porträt ist kein Unikat, sondern wurde damals ein paar Mal gemalt. Öfters gemalt und ich würde es datieren auf 1760 bis 1770. Kann man ziemlich genau datieren. Er ist 1732 geboren. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie alt er ist, dann dürfte das so ungefähr passen. Es passt natürlich ferner auch, der ovale Rahmen passt zu der Zeit. Es passen die Kleidung, passt zu der Zeit. Es passt sein Orden dazu. Also es ist alles stimmig. Und was auch ganz typisch ist, für diese Barockbilder im 18. Jahrhundert hat man nicht signiert. Ja? Du hast eben gesagt, Unikat, es wurde ja... So, im Händlerraum sind alle fertig. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob meine Experten spuren. Und dann geht's los. Neue Folge Bares für Rares. Ich komme. Moin, moin. Aus dem schönen Ostfriesland ist heute Marco Saathoff nach Köln gekommen. Er möchte sich von einem alten Spielzeug trennen. Den Igel habe ich von meiner Tante mal bekommen, habe da auch selber mitgespielt, aber eben doch relativ wenig, weil ich habe eher mit den Modellautos dann gespielt, weil sonst hätte der den Zustand auch nicht so erhalten, denke ich mal. Also Marco, ich bin begeistert. Ich auch. Mich hast du schon überzeugt. Mich hast du schon vollkommen überzeugt. Ich will den eine Granat. Guck mal, der fährt doch auf Teppich. Was sagst du denn? Der macht alles, ne? Ein Igelroller. Ein Igelroller. Ja, stimmt, von vorne. Das ist ja ein ganz berühmter Igel, ne? Aus einem Zeichentrickfilm oder so. Das ist der Mackie. Mackie. Ja, kommt dem Mackie schon sehr ähnlich, ne? Ja, der sieht dem Mackie verdammt ähnlich. Marco, aus deiner Kindheit? Ja, ich habe den von meiner Tante geschenkt bekommen. Und jetzt eben habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert. Paul Weiß, vielleicht Hersteller. Aber ich freue mich auf das Urteil von unserem Sven. Was der dazu sagt. Der Sven weiß garantiert jede Menge darüber. Ich habe das Gefühl, der ist wie ein Brunnen des Wissens. Ne? Ja. Ja, guck mal, der ist schon vertieft. Sag mal, so alte Sachen interessieren die dich insgesamt? Oder ist das eher so, dass du sagst, komm her, weg mit dem Müll und was Neues? Och, nicht wirklich. Also das Problem bei dem Igel ist jetzt einfach, dass, das ist unser einziges Blechspielzeug. Eine Sammlung werde ich da nicht von haben. Also Blechspielzeuge stehst du gar nicht drauf? Auch nicht größere? Autos oder so? Autos, kleine LKWs und sowas, die habe ich. Da habe ich auch nicht gespielt. Aber
das ist eben einer, der stand eben im Regal und darum sieht er wahrscheinlich auch noch so dolle aus. Und echte Autos? Ja, da habe ich reichlich von. Wieso, Händler? Nein, reiner Sammler. Reiner Sammler? Privat. Und die Kohle geht dann in die Autos? Nein, dafür würde ich, ich erwarte mir 100 Euro. Und wenn es 100 Euro wären, dann würde ich am Badesee mal eine Runde Eis oder bei 100 Euro ein paar Runden Eis dann ausgeben, auch für die Kinder. 100 Euro, Menschenskinder. Ich weiß ja, wir hatten als Kind bei uns im Dorf eine Eisdiele. Und wir bekamen damals immer so 10 oder 20 Pfennig für so ein Eis. Das war eine Kugel. Und da habe ich immer gedacht, wenn du irgendwann mal 5 Mark hast, dann stelle ich mir so einen Eisbecher und mir den ganzen Tag dran esse. So, mein lieber Sven. Ja? Ich habe genug dummes Zeug erzählt. Genau, jetzt fange ich an, dummes Zeug zu erzählen. Nein, ich sage da jetzt was zu. Also, ja. Paul Weiss, da hast du schon ganz richtig gesehen, aber Paul Weiss ist nicht der Hersteller des Spielzeuges gewesen, sondern Paul Weiss hat diese Laufwerke produziert, hier, Federlaufwerke, Uhrwerklaufwerke, und hat die dann an andere Firmen verkauft. Das Spielzeug selber ist von einem Hersteller, den ich leider nicht mehr entziffern kann, hundertprozentig. Das wird wahrscheinlich irgendeine kleinere Spielzeugfabrik gewesen sein. Wir können es aber vom Datum her ganz genau festlegen. Was denkst du, wie alt? Ja, ein Vierteljahrhundert mindestens. Vierteljahrhundert. 25 Jahre? Älter. Nee, ich würde mal sagen, das ist 60er Jahre. Älter. 50. So Ende der 40er. Ja, Ende der 40er. Besatzungszone, Made in Besatzungszone. Made in US-Zone, wenn du vorne genau drauf schaust. Jetzt ernsthaft? Ja. Seht ihr das? Made in US-Zone in der Mitte. Man sieht es ganz schwach. Stimmt. Hier dran steht. Deswegen können wir es zeitlich sehr gut eingrenzen. 46 ah, okay. bis Anfang 50, 1950. Ja. Also irgendwo in dem Zeitraum wird sich das bewegen. Und jetzt haben wir das Alter. Also sprechen wir jetzt gerade von ca. 65 Jahren. Und das wiederum ist schon mal schön, um die Wertfindung zu klären. Ne? 100 Euro habe ich schon mitbekommen, hättest du ganz gerne. Sehr schön. Das gibt jede Menge Eiswürfelchen. Ne? Das Kind wird wahrscheinlich nachher ein bisschen kräftig werden, ne? Wenn das in einem Sommer alles ist. Aber nichtsdestotrotz. Ja, also schönes kleines Blechspielzeug. Der Igel ist im super Zustand. Das Spielzeug selber auch. Also ist jetzt kein Lack abgeplatzt oder sowas. Der Antrieb funktioniert. 70 bis 100. Und somit lägen wir doch fast richtig. 70 bis 100 Tja. Ist der Wert. Also verhandel gut oben mit den Händlern. Ja? Werde ich machen. Und du kannst ja sagen, Inspektion ist gemacht. Ja. Und der Kollege TÜV-AU hat er. Ja, TÜV und HU hat er. Marco. Ich bedanke mich. Wir reden mal ganz in Ruhe, wenn der nicht dabei ist. Können wir machen. Über die Autos. Wir langweilen ihn. Du darfst schon mal hochmarschieren. Ja, ne? Bis dann. Tschüss. Ey, langweilt ihn. Das Gespräch war sehr angenehm. Vor allen Dingen der Experte, der hat mich also wirklich aufgeschlaut. Das habe ich selber gar nicht gewusst. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Auch schön, mit, dass dieses Laufwerk eben vom Paul Weiss ist. Und die ganze Geschichte dazu auch. Habe ich nicht gewusst. Fand ich sehr interessant. Unter den vielen Menschen, die unterwegs zu Bares für Rares sind, befindet sich auch Tina Pukrop. Ihr altes Erbstück will sie heute zu Geld machen. Ich möchte eine Vase verkaufen, die schon seit längerem im Familienbesitz ist. Ich habe aber dafür keine Verwendung und deswegen möchte ich gerne die eintauschen gegen Bares. Dafür braucht es aber erst mal die Händlerkarte, auf die alle hier in den langen Schlangen hoffen. Guck mal, das ist... Ach, mein hallo. Gott. Schönen guten Tag. Ich bin Tina Pukrop, hallo. Hallo. Wie? Hallo. Martina? Tina Pukrop. Tina? Tina. Darf ich Tina sagen? Ja, darfst du. Frau Dr. Heide-Rezepa-Zabe. Also jetzt fühle ich mich wohl. Wir haben eine schöne Vase, es fehlen Blumen, aber ihr beide seid schöner wie jeder Blumenstrauß mit der Vase zusammen. Soll diese Vase vielleicht weg, weil zu wenig Blumen drin standen? Ja, ich habe halt einfach keine Verwendung dafür. Kriegst du keine Blümchen geschenkt? Nee, leider nicht. Das machen die Männer viel zu wenig. Das stimmt. Also böse Männer. Ja, ist so. Aber das ist ja wieder so typisch Frau, ne? Wenn eine Frau sagt, du schenkst mir nie Blumen und du gehst am nächsten Tag und kaufst Blumen. Du kaufst nur Blumen, weil ich es dir gesagt habe. Wann sollen wir denn Blumen kaufen? Immer. Immer? Ich würde nie meckern, wenn ich Blumen kriege. Jeden Tag? Ja. Ja, Blümchen? Welche Blumen bevorzugst du? Ach so, Nelken finde ich schön, rosa Nelken. Rosa Nelken. Ist das was? Gut. Wie lange hast du die Vase schon? Ich habe die noch gar nicht so lange, vielleicht ein paar Monate. Ich habe die geerbt quasi von meiner Mutter. Die ist schon seit einiger Zeit auch in meiner Familie immer an die Tochter weitergegeben worden. Ich habe nicht unbedingt vor, diese Tradition weiterzuführen. Deswegen sonst bin ich hier. Wärst du ja nicht da. Warum möchtest du die Tradition nicht fortführen? Ich brauche das Geld. Ich habe jetzt, das Studieren noch mal angefangen. Und was studierst du? Medieninformatik. Sehr schön. Heide, eine uralte Vase. Familientradition von Mama an Tochter. Jetzt wird Tradition gebrochen. Was sagst du dazu?
Wärst du jetzt froh, wenn du Tochter wärst und sie bekommen hättest? Also ich finde sie ganz wunderbar, vor allen Dingen, weil es ein authentisches Stück aus der Zeit ist. Das ist ganz schön. Aus welcher Zeit ist sie authentisch? Aus der Biedermeierzeit. Spätbiedermeier, 1850. Klassisch, die behäbige Form mit dem weit ausschwingenden Hals. Und sie, wissen Sie, dass es Glas ist? Ja, das habe ich schon gesehen. Glas. Das erkennt man ganz deutlich hier an der Abrissnarbe. Mhm. Da hat ehemals die Pfeife dran gesessen. Und das heißt, sie ist geblasen worden, richtig? Mundgeblasene Vase. Genau, frei geblasen worden. Genau, hier saß die Pfeife dran. Mhm. Und wird ein Glasposten darauf gehängt und dann wird der Glasposten in Form geblasen. Ist das eine Malerei? Das ist eine Malerei, und zwar eine Sepia-Malerei. Was ist Sepia? Ist das, das ist doch der Tintenfischfarbe, ganz genau, ne? Ganz genau, aus dem getrockneten Sekret des Tintenbeutels. Ich glaube, das ist ganz was Besonderes. Ja, das ist ja auch was Besonderes. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Mal schauen, was das für den Wert der Expertise bedeutet. Hast du denn eine Vorstellung, wie viel Geld du dafür haben möchtest, für Studium? Ja, am liebsten so viel wie möglich. Nein, ich hatte gedacht, ja? 80 Euro wären schon super. Das wäre super, ne? Ja. 80 Euro ist eine ganze Menge Kohle. Ja. Ne? Ja, kriegt man dafür 80 Euro oder vielleicht sogar 800? So viel nicht, aber 80 Euro halte ich für zu wenig, weil es hier eben eine Malerei ist. Mhm. Und weil es Milchglas aus der Zeit ist, man nannte so etwas damals auch Weinglas, weil Knochenasche wirklich zugegeben wurde. Heute macht man das nicht mehr so. Stopp, Knochenasche zum Glas? Zum Glas, genau. Damit das so milchig wird? Damit es trüb wird, ganz genau. Damit es milchig wird und vor allen Dingen porzellanähnlich aussieht. Man wollte ja auch Porzellan haben, aber man konnte sich das nicht leisten. Also ich finde das ganz Liebe Heide, dann lass uns doch noch mal zusammenfassen. Ja. Ich weiß, aber ich möchte die Vase auch mal sehen, so. Ja. Sie ist von 1850, möchte ich sie datieren. Mhm. Aus Biedermeierzeit. Biedermeierzeit. Ja. Es ist Glas. Es ist Milchglas oder Beinglas. Mhm. Es ist handgemalt mit Sepiafarbe. Ja, genau. Jetzt müssten wir beide, die Tina und ich, nur noch wissen, für ihr Studium, mehrmals gemalt. Richtig, ja. So, aber die hatten ja noch keinen Fotokopierer oder Siebdruck oder sonst was. Das heißt, dann war doch trotzdem immer wieder ein Unikat, weil du kannst ja nicht zweimal identisch malen. Natürlich, insofern war es ein Unikat. Ja, aber es wurde vervielfältigt als Motiv. Richtig. Wurde dann vom Bild abgemalt oder haben dann da 6, 7 Maler um ihn herum gesessen? Nein, vom Bild. Der musste eine Woche da sitzen bleiben. Bis alle Bilder fertig waren. Es wurde ein Bild angefertigt und da haben die anderen Maler dann das gemacht. Mhm. Ja. Gut, wie ist denn die Wertvorstellung? Einen Preis zu nennen ist immer schwierig. Die Wunschwertvorstellung. Die Wunschwert ist nach oben natürlich offen, aber ich habe von meiner Mutter, es gehört ja meiner Mutter, schon eine Untergrenze mitbekommen. Was hat Mama denn gesagt? Ja, unter 3,5 gibt es nicht ab, mein Sohn. Ein sehr stolzer Preis. Und was sagt unser Experte? So sind die Mütter. Ja, das ist auch richtig so. Weißt du, wenn die Mütter, da muss man auch drauf hören. Mein liebster Albert. Prost. Oh, du großer Allmächtiger. Ich meine, da muss ich natürlich passen, bei Weitem passen. Das ist absolut nicht realistisch. Dann sag mal deinen realistischen Preis. Der Zustand ist eigentlich relativ schlecht. Deswegen kann ich höchstens einen Preis sagen von 1.000 bis 1.200. Mhm. Puh, Albert, das ist natürlich recht wenig. Und ich sehe bei dir auch so ein bisschen Enttäuschung. Ja. Und ich denke mal, die Frau Mama wird auch total begeistert sein. Ne? Ja, sie wird sicherlich vielleicht auch ein bisschen aufgeweckt sein. Also die Illusionen werden sicherlich ein wenig nach unten sinken. Aber was machen wir beide jetzt? Ich habe ja die Verantwortung hier in der Hand, das Händlerkärtchen. Jetzt spielen wir einfach mal durch. Ich wäre ein Händler und würde sagen, Menschenskinder, ich will es haben. 1,5 maximal, mehr gebe ich nicht. Ja, ich würde sofort abgeben. Ich möchte Das heißt, du übernimmst jetzt hier offiziell die Verantwortung. Wir kriegen nicht Ärger mit der Mama. Du nicht, höchstens ich. Aber ich übernehme die Verantwortung. Okay. Bitte schön, die Händlerkarte. Und guck mal, dass du den König aus Polen hier in Deutschland gut unterkriegst. Okay. Ich danke dir. Danke. Pass auf nicht, dass du den Kerl runterschmeißt. Dankeschön, vielen Dank. Albert, du warst super. Du darfst schon mal vorgehen, wir bringen das Bild gleich hinterher. Danke. Ich guck's mir noch mal kurz mit Albert an. Also mein Herz hängt an dem Bild nicht, wenn ich ehrlich bin. Und insofern, ich hoffe, dass meine Mutter eine schöne Kreuzfahrt machen kann, wenn ich es doch noch verkauft kriege. Und alles ist gut. Die nächsten Raritäten sind unterwegs zu Bares für Rares. Sandra Bovillet aus Neuss ist mit einem ganz speziellen Auftrag hier. Sie soll alten Schmuck für einen Familienurlaub verkaufen.
In der Regel war es so, dass die Schwiegermutter eigentlich immer das Collier zu Hochzeitstagen angezogen hat, wenn gefeiert wurde oder wenn es einfach nur ins Restaurant ging. Heute soll es verkauft werden. Die beiden sind einfach nur noch zu Hause. Es liegt leider Gottes nur noch im Tresor. Und zur Silberhochzeit der Schwiegereltern wollen wir alle davon in Urlaub fahren. So sehe ich die Frau Doktor am liebsten, ne? Mit der Lupe vertieft in schönem Schmuck. Ja. Mit wem habe ich denn jetzt die Ehre? Mein Name ist Sandra Boveli. Darf ich Sandra sagen? Na klar. Du darfst Papa sagen. Okay, na, Blödsinn. Gerne. Sandra, oh, ein Collier sogar? Ja. Das ist aber was Hübsches, wenn man... Oh, dein Armband passend ja. dazu sogar. Das wäre doch was zum Heiraten. Nein. Nein, doch. Die Schwiegermama hat das mal geschenkt bekommen. Und, Ach so, du verkaufst ja den Auftrag. Ja. Jetzt haben die nächstes Jahr Silberhochzeit. Und da haben sie uns eingeladen nach Kuba. Das soll damit einfließen. Ja. Das heißt, das sind eure Tickets. So ein bisschen, Flugtickets, wahrscheinlich. Genau. Was hat die Schwiegermama denn gesagt, wie viel Geld du mitbringen sollst? Ja, also mindestens 1.500 Euro. Mindestens 1.500 Euro. Das sind zwei Flugtickets hin zurück Business, oder? Ja, also weniger brauche ich, glaube ich, nicht mehr nach Hause kommen. Ja, du, Heide, erzähl uns etwas über diesen wunderbaren Schmuck. Weißgoldschmuck mit Brillanten besetzt. 585 ist die Legierung. Okay. Und es gibt sogar einen, ich würde sagen, fast Viertelkaräter hier in der Mitte des Armbandes. Ja. Also ein recht ordentlicher Stein. Er hat allerdings einige wolkige Einschlüsse. Diese Einschlüsse mindern tatsächlich das Reflexionsvermögen des Brillanten. Also die Einschlüsse liegen unter dem ganzen Stein, mit bloßem Auge sichtbar. Sind die Einschlüsse bereits ohne Zehnfachlupe zu erkennen? Bezeichnet man dies als Piqué. Es sind minderwertige Brillanten. Sie haben hier ein... Das ist... Juwelier mitgenommen. Bin ich mal gespannt, was der Kollege dazu sagt. Das ist großzügig angesetzt. Der Juwelier schätzte den Wert auf 3.800 D-Mark, umgerechnet ca. 1.900 Euro. Und hier das Collier in der Mitte auch mit einem Einsatz von Brillanten bestückt. Hier haben wir eine Gesamtkaratzahl von 0,6 Karat. Und hier haben wir eine Gesamtkaratzahl von 0,85, schätzungsweise. Das ist hier nicht so eindeutig zu sagen. Immerhin sind die Steine gefasst. Mhm. Also um es wirklich exakt zu sagen, müsste man sie ausfassen und dann auf eine Karatwaage legen. Okay. Liebe Heide, wie liegt denn jetzt der Wert? Rechne ich. Hoffentlich kommt Expertin Heide zu einem versöhnlichen Ergebnis. Das Armband ist etwas schwerer und hat vor allen Dingen eine höhere Karatzahl an Steinen. Und dieses Armband würde ich taxieren auf 600 bis 700 Euro. Okay. Wohingegen dieses Collier etwas leichter ist und auch in der Karatzahl niedriger. Mhm. Und da läge ich bei 500 bis 600 Euro. Da also wären wir bei 1100 plus. Bis 1300. Ja. Okay. Ist aber was weniger, wie Schwiegermama gesagt hat. Ja, aber ich glaube, da könnten wir mit leben. Das heißt, du bist bereit. Du bist bereit für die Händlerschaft oben. Auf jeden Fall. Ja, für den Kampf. Kampf der Glorreichen. Hier ist deine Waffe, die Händlerkarte, damit darfst du rein. Okay. Und dann würde ich sagen, einmal dein Schmuck, die Expertisen. Okay. Viel Spaß bei den Händlern. Dankeschön. Und toi, toi, toi. Hat mich gefreut. Danke. Und ab nach Kuba. Möchtest du auch mal mit mir nach Kuba? Sehr gerne. Ja? Nehmen wir deinen Mann mit? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ist ein netter Mensch. Ja, ich habe gar keine Zeit für Kuba. War schon sehr interessant zu hören, was jetzt wirklich mit dem Collier ist. Gut, es ist ein bisschen geringer eingeschätzt worden, als wir eigentlich gehofft und gedacht haben. Aber da kann ich noch mit leben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Realität und Wirklichkeit sind ja manchmal ein bisschen verschieden. Und vielleicht gefällt es einem ja oben doch. Und ich kann noch ein gutes Ergebnis mit meiner Mutter erzielen. Vielleicht auch mehreren und sie bieten sich gegenseitig hoch. Schauen wir mal, was passiert. Das Gemälde dürfen unsere Händler vorab schon einmal kurz begutachten. Nun wird sich zeigen, wie sie es einschätzen. Das ist schon alt, barock. Ja, es ist um 1750, 1760. Das studiert worden. Sieht preußisch aus. Kennst du den Orden? Na, kenne ich nicht. Einer der höchsten Orden Preußens. Ja, aber wenn ich mich nicht irre. Aber schön auch das Krakelé, also das passt alles. Der originale Rahmen. Also ist deutsch. Das ist im Originalzustand. Ich denke schon. Das sieht mir sehr nach Deutschland aus. Einfach schön.
Es ist einfach ein schönes europäisches Gemälde und soll Guido viele Euros bringen. Grüß Sie Gott. Hallo zusammen. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Haben Sie ein schönes Beutel mitgebracht? Ja, 18. Jahrhundert. 1750. Ziemlich genau. Habe ich eben unten auch erfahren. Ich hatte ursprünglich, also wenn auch älter, aber hab ich schon gesagt, 1750. Der Experte unten sagte 1750, 1760. Ja. Sowas. Ist das einer aus deiner Ahnentafel? Ja, das ist mein Großvater mit Nein, Quatsch. Das ist ein polnischer König, Stanislaus der II. Das Stanislaus? Jemand Kontakte nach Polen? Noch nicht. Okay. Nicht die. Hat der Experte den Künstler zugeschrieben, irgendjemand? Weil signiert ist das ja nicht. Nein, hat er nicht. Und er hat auch gesagt, das ist üblich gewesen in diesem Jahrhundert. Ja, deswegen meine ich, zugeschrieben, hat er eine Ahnung gehabt? Nein. Nein. Diese Bilder im 18. Jahrhundert hat man zu 90% nicht signiert. Ja, genau. Nein. Was machen wir mit dem Stanislaus jetzt? Abkaufen. Ja, genau. Am besten gegenseitig hochsteigern. Ich fange mal an mit 200 Euro. Was ist sie tatsächlich wert? Ich würde hier diese Vase auf 150 Euro taxieren. Das freut mich doch. Tina, gut, dass Mama so verwahrt hat. Ja. Das Händlerkärtchen für dich. Dankeschön. Und dass du mit diesen bezaubernden Augen oben einfach mal die Rosa Nelke ansprichst. Genau, ne? Das mache ich. Und auf das du mehr kriegst als 150 Euro. Schauen wir mal, ich gebe mein Bestes. Tschüss, Tina. Alles Gute. Die Dame hat sich gefreut, dass ich fast den doppelten Preis genannt habe. Ich war aber auch begeistert von der Vase, weil es wirklich eine schöne Malerei war. Sie war toll ausgeführt und zeugte wirklich von einer künstlerischen Handschrift. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass die Expertin meinte, dass die Vase bis zu 150 Euro bringen könnte. Und das probiere ich jetzt auch umzusetzen. Ja, ich gehe jetzt gleich zu den Händlern rein und dann mal schauen, was die mir anbieten. Wer es kaufen wird, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar für alle interessant sein könnte, weil die haben ja auch Läden und so als Eyecatcher oder so könnten die das ja vielleicht auch verwenden. Ganz einfach. Man muss unseren Händlern die Raritäten nur schmackhaft machen. Dann hoffen wir mal, dass sie keinen Igel in der Tasche haben. Ja, guten Tag. Ja, grüß Gott. Ein Igel. Ein Igel. Ja, warum nicht? Den kann man aufziehen. Genau, ein Aufziehigel ist das, ja. Richtig. Also wir hatten in der Familie vermutet, es ist ein Mackie, aber der Fachmann dort unten sagte, das ist eigentlich noch was Rareres. Mhm. Ein was? Also es ist noch rarer, weil es ist also über 60 ist Jahre alt. Die hatten in den 50er Jahren schon einen City-Roller, unglaublich. Das ist der Vorläufer. Ja. Also ich glaube, Fabian. Wunderbar. Das ist doch mal was für dich, oder? Das sieht aber auch gruselig aus. P.W. Pautitsch, Wolfgang? Für dich? P.E. Paul Weiß. Paul Weiß. Aber der sieht ja auch so aus wie dich. Ja, jetzt komm her zu mir. Hopp, hopp. Stopp. Ich biete Ihnen 50 Euro für den fahrbaren Igel. Dafür würde ich ihn noch nicht hergeben wollen. Der Zustand ist wirklich wundervoll, muss man sagen. Hier bist 60. Da muss ein bisschen was, also ein bisschen mehr auch dazukommen. Dann mache ich 70 Euro. Denk, jetzt komm ich schon näher. Der gefällt mir. Der ist schön. Ich mache 80. Sie haben ja auch alle eigene Läden. Wäre vielleicht was auch als Eyecatcher oder so im Laden. Als was? Kann man doch ein Thema drumherum bauen. Um den Igel? Ja. Ein Thema. Er ist auf alle Fälle schön. Er ist schön alt. Und ich zeige ihr Herz und gebe ihnen 100 Euro. Aber hallo. Und dafür? Jetzt haben wir fast am Ende. Ja, da sind wir dann am bin Ende. Ich raus vorher zu mir. Und sie kommen und gehen her zu mir. Das machen wir. Dann kriegen sie 100 Euro und haben wir fertig. Der war noch. Ich bin zufrieden. Und Sie sind glücklich. Bitte sehr, mein Herr. Ich bedanke mich. Hey, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Adieu. Adieu. Ist doch ein netter Bursch. Der ist wirklich nett. Ja, schon. Der fährt wenigstens. Wenn der Ludwig was haben will, dann haut er gleich so eine Summe raus, wo wir alle zu Salzsäure erstarren. Unglaublich. Ich habe 100 Euro bekommen. Und ich denke mal, der Händler, der es gekauft hat, der hatte da auch wohl Lust auf den Igel. Und hat wohl ein gutes Zuhause bekommen. Hoffe ich.
bin gerade ein bisschen nervös, bevor es in die Höhle des Löwen geht. Ich hoffe, die Händler sind gut gelaunt. Und ich hoffe natürlich auch, die 150 Euro zu bekommen. Ausnahmsweise heißt es jetzt für Tina, probieren geht über studieren. Wir drücken die Daumen. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bringe Ihnen eine Vase. Eine Vase. Bitteschön. Sehr schön. Eine alte Glasvase. Mhm. Milchglas. Abriss. Ja, bestimmt. 100 Jahre. Ja. Sehr schöner Zustand. Wie alt ist das Ding denn? Ja, so 1850. Ja. 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 Ah. 18. Hast du da keine 50 Jahre draufgehauen? Nee. Nee. Hm. Ja, schauen wir mal. Hm. Das ist eine sehr schöne Vase. Ist Milchglas. Die ist früher, die ist um 1840, 1850 mundgeblasen. Da sagen Sie was Wahres. Danke. Und da ich mich nicht blamieren möchte, werde ich dem Lucky zustimmen. Ja. Weil der hat nämlich Ahnung. Wo haben Sie die her? Die ist aus Familienbesitz. Die wurde immer weiter vererbt an die älteste Tochter. Aha. Und du verhökerst die? Ja. Ich brauch Geld. Oh mal. Das ist auch so ein bisschen opalisierend. Das Glas ist halt gut. Ich bin zwar kein Glassammler, aber ich fange mal mit 80 Euro an. Dann ist das Ding auf jeden Fall wert. Ein Anfang. Was sagen die anderen? Also die Vase ist wirklich schön. Ich sag 90 Euro. Ich sag 100. Ja, Sie dürfen gerne noch mehr sagen. Gefällt Ihnen das? 110. Gell? 110, sagt er. Susanne, sagt du auch was? Für die Vase? 120. Was hast du geboten? 120. Wie willst du damit eine Vase? Du hast Schmuckvitrine. 130. So schlecht läuft das ja nicht für dich. Ich bin schon 30 Euro drüber, wie ich überhaupt bezahlen wollte dafür. Mir gefällt sie auch sehr gut. Ja, schön. Opalisierend. Wir finden ihn schon im Rahmen bei 130. Ja. Bist du einverstanden mit 130? Wie sieht's bei den anderen aus? Hm? Nicht mehr dabei bei dem Betrag. Vielleicht ich bin nach raus. Bayern? Ja? Bin raus. Ist auch raus. Ja, schon. So. Pass auf. 100. 120. 130. Und weil du richtig nett bist, 135 Studienfirmen freiwillig dabei. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. 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 Die Bewertung von der Expertin waren ja auch 150 Euro. Und ich denke, damit fahre ich schon ganz gut an. Viel zu tragen haben Roswitha van den Berg und Frank Fischer. Mit Roswithas alter Swarovski-Sammlung wollen sie heute einen guten Deal machen. Die Stücke, die sie hat, sind natürlich auch da ganz was Besonderes. Da es halt diese Jahresendfiguren sind, die halt nur immer in diesem einen Jahr verkauft wurden und daher natürlich einen entsprechenden Seltenheitswert auch noch haben. Für mich haben sie sehr einen hohen Wert und den Wert stelle ich mir so vor, dass ich mindestens 1500, damit ich mit meinen Lebensgefährten einen schönen Urlaub verbringen kann. Nun geht die Reise aber erst einmal an den Expertentisch von Albert Meyer. Da kriegt man ja direkt richtig gute Laune. So soll toll sein. Sieht das aus. So soll wirklich sein. Toll. Weißt du, wenn du hier reinguckst, jetzt habe ich vergessen, mich sogar vorzustellen. Guten Tag. Der Horst? Ich bin die Rosi. Rosi. Und der Frank. Rosi und Frank. Ihr seid aber ein bezauberndes Pärchen. Die willst du weghaben, weil du ihn hast. Ja, genau. Richtig so. Rosi, dann braucht man kein Porzellan mehr. Nein, oder Glas. Brauchen wir nichts. Sag mal, die sind aber auch außergewöhnlich toll präsentiert, weil mit diesen Schachteln hier
Das kenne ich so nicht. Ist das dann was Besonderes? Ja, nein, so wurden diese Kostbarkeiten ausgeliefert. Und es ist sehr gut, dass sie diese Schachteln und das alles haben. Weil das ist für den Wert und für den Wiederverkauf natürlich sehr wichtig. Und sie haben natürlich auch, und das ist das Schöne, sie haben hier die Originalverpackungen. Und das sind praktisch wie Expertisen. Ja? Dass man wirklich sagen kann, ist Swarovski ist aus dem Jahr wie hier jetzt, der Pierrot von 1999, hier ist 2001 und hier ist 2000. Und was das Schöne ist, man kann auch erkennen,